Ja, ist deine irgendwie alles so elektronisch. Mhm, damit spioniere ich immer volljährige Teenager-Girls aus. Gott sei Dank, dass du volljährig bist. Ja, ich bin ja jetzt nicht aus Belgien oder so, ne? What the fuck? Ah, ich bin da unten zum Wasser hin. Irgendwie hat sich auf einmal komplett das Farbgefühl verändert, ne? Ja, es ist hell, ja? Hell und dunkel, das sind deine zwei Farben, oder was? In so einer Welt lebst du. Ja, als YouTuber sehe ich nicht mehr. Ich sehe nur grün und nicht grün. Ja? Okay, grün. Grün und rot. Likes und Dislikes. Geld und kein Geld. Gibt's noch Dislikes auf YouTube und Likes? Leute, lasst mal ein Like da, stimmt. Gott. Und jetzt mache ich hier so. Klick und ich habe Lagerfeuer, Speer, Hose. Ach ja, stimmt ja, Kleidung. Beim echten Leben kenne ich das gar nicht. Kleidung. Bist du noch immer nackt? Bist du jetzt gerade nackt? Ja. Ich auch. Ich bin jetzt gerade nackt. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass man... Ach ja, stimmt ja, müssen wir wieder Drogen herstellen und Schießpulver. Arg ist aber am besten, wenn man es nackt aufnimmt. Oder machst du generell deine YouTube-Aufnahmen nackt? Eigentlich fast immer nackt, ja. Ah, okay, ja. Weil die Leute stehen halt drauf, ne? Die merken das einfach, dass ich da ein freieres Spielgefühl habe. Und dann mache ich so Sachen immer nackt. Macht mich da gerade irgendwas an? Ja, nee, Dodos vielleicht, ne? Ich habe Dodos verärgert. Nee, hier ist ein Raptor. Ignorier den mal bitte. Ah, ich hab ihn, bin auf den Zug, ey. Und er ist tot. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, wie er auf mir war. Ja. Moment mal, sag jetzt nichts dazu, ja, okay? Ja, es klingt romantisch, deswegen bin ich ja für Betten. Ja, deswegen, was wollte ich machen? Ich sag, ja, ich hab ja schon, ich hab schon Fell für Betten, ja, also... Und Bamsen? Also, steht da schon im Bett jetzt? Nee, ich baue ja noch, warte, ja, du kannst du gleich spawnen. Ja, ich muss doch mal eine Hütte hier. Was, eine Hütte? Jetzt baue eine Foundation, hau ein Bett drauf. Moment, ich muss das erstmal lernen. Nein, Schlafdecke oder so. Ich bin da, wo ich immer bin. Was fehlt denn jetzt? Was war denn philosophisch gemeint, oder was? Nee, ist ja so. Ich frag dich, wo du bist. Ich bin da, wo ich immer bin. Ja, ich bin da, wo ich immer bin. Direkt an deiner Seite. Was ist jetzt im Moment? Liest du auch noch Bücher mittlerweile, oder was? Was ist denn jetzt? Ich habe mich halt weiterentwickelt. Sachen, die du nicht verstehst. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe mich ziemlich zurückentwickelt. Ja, hast du wirklich? Nee, es ist die Wahrheit. Es ist absolut. Aber nicht wegen mir. Nicht wegen mir. YouTube hat das irgendwie ausgelöst. Davor warst du eloquent, lebensoffen, bist durch die Innenstadt geschlendert mit deinem Schal und deinem und deinem 50€ Herrenhaarschnitt. Ja? Hast mit jungen Studentinnen geflirtet. Wo ist dieser Mann, in den ich mich einst verliebt habe? Wo ist er hin? Die Zeit ist vorbei. Jetzt habe ich schon Probleme mit dem Supermarkt hier, die Verkäuferin richtig anzusprechen. Dings da rein. Was ist denn das da hinten? Guck mal, da ist irgend so ein... Aber ich finde... Hörst du den Kalb? Wasserding? Ich höre es gerne. Ach du Scheiße. Was ist denn? Renn ins Haus. Nö, jetzt. Renn ins Haus! Ja, lass mich rein, Mann! Mach dazu! Jetzt macht die sich alles kaputt. Oh Gott, der schlägt... Der kann... Oh, was? Ich renn weg. Hallo, er ist auf mir. Die können irgendwas Neues. Die haben dir die Unterhose runtergezogen. Hast du das gesehen? Ja, er hat dich nach unten gedrückt und hat dir die Hose runtergezogen. Ich hab's genau gesehen. Ich hab die Hose an. Renn! Meine Güte, was waren das für Moves? Wir haben Betten. Ja, wer bist denn du? Motherfucker! Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, ich will mich umbringen, dachte ich. Ach so. Ich leg mich jetzt an mit einem Triceratops. Ja, okay, immer nur am Motzen. Ja, immer sicher, ich hab hier voll den Stress. Ja, Wohlstandsmentalität, verstehst du? Und für was? Für 2,60 Euro. Ja. Was ich durch die nächsten 5 Folgen verdiene. Guck mal, hier ist ein rotes Schaf. Muss ich da noch mehr sagen? Ist das in Relation mit meinen Schmerzen? Ja, mindestens. Na, ich glaube nicht. Ich will das Ding hier haben, weil es rot ist. Nur deswegen. Ja, klar. Hat's nicht noch andere Gründe? Hm? Gibt's was? Schon? Bist du denn für ein kranker Geist? Was? Ey, wir haben doch darüber gesprochen. Es hat sich viel verändert auf YouTube. Werbefreundlich und so. Weil ich bin schon dabei, halt Holz. Drogen und alles herzustellen. Ja. Das ist Schritt 1, Drogen. Schritt 1? Ich weiß nicht, hast du Termine? Ja! Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Ich bin halt ein motivierter Spieler. Dann werden wir hier, wie nennen wir sie? Susi. Krass.
Hey, hier drüben. Ja, du kannst doch nicht Tieren irgendeinen Menschennamen geben, das ist voll creepy. Ja, wie nennt man's denn dann? Ja, aber wenn du... Q1? Ich weiß nicht, nennst du deine Katze Hans-Peter oder sowas? Ich weiß ja auch nicht. Nee, das die heißt Jürgen Jesus. Ja, was? Jürgen Jesus? JJ? Ja, JJ Abrams. Jürgen Jesus Abrams. Oh mein Gott. Also gestern in meinem Stream, ja, ich livestreame auf Twitch, nur für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen. Du auch? Ja, die haben mich eingekauft. Riesengehalt haben sie mir hingezimmert. Und ich so, ja klar, Jungs, ne? Dann bin ich ja natürlich dabei. Aber wenn es Geld gibt, dann sag das doch. Wie kannst du schon Metall herstellen? Was machst du? Hast du schon wieder heimlich? Nein, hier, einfach was geschmolzen. Also du tust ja so, als wäre Metall jetzt... Oh. Ja, ich weiß nicht. Während du da draußen Raptoren gemolken hast, ja. Was heißt hier Raptoren gemolken? Hab ich das, die Hütte allein gebaut, das ist dir noch nicht aufgefallen. Das Filetstück gehört mir, ne? Nur so. Mhm. Und hab's schon gegessen. Was, echt jetzt? Ja, come on. Was? Mit was denn? Mit dem Dodo? Einmal gekochtes Fischfilet, danke. Mit dem Dodo hast du das verdient oder wie? Verstehe ich jetzt nicht. Du, ich hab einen Meisterschuss abgeliefert. Hab ich nicht gesehen. Fuck, ich muss mich eigentlich ausziehen, es ist von mir ist voll warm. Jetzt geht das schon wieder los. Ja, ich hab die Lederdinge und ich schwitze wie ein Schwein. Ich bin einfach jemand, der liebt es einfach, die Effizienz, weißt du? Mhm. Die Effizienz, ich denke immer nur an die Effizienz dabei. Die Effizienz. Mhm. Ja, die Effizienz. Ich bin einfach ein effizienter Spieler. Ist in Ordnung. Also so. Wirklich, immer wenn ich mit dir aufnehme, bin ich im Märchenland. Das ist im Märchenland? Alter, ich hab immer dieses Hot-Zeichen hier. Das, aber ich meine, ich bin zwar heiß, wenn du verstehst, was ich meine, aber so heiß. Ich find's irgendwie gut, dass du wenigstens noch Träume hast. Weißt du, so alt und meine Träumen, weiße Buchse ist schon ganz verschwitzt. Hier. Das Träumen nie verlernt, auch im hohen Alter. Irgendwie süß. Irgendwie süß. Ich bin so heiß, dass ich die ganze Zeit hier mal... Oh, noch. Hier ist ein Ei. Aber soll weil ich in meinem Körper soll ich das bin, anfassen du? Oder... soll ich das Ei anfassen oder soll ich es lieber... What? Angegriffen. Du fasst doch gerne Eier an. Stehe auch auf Lachs mit Ei. Ja. Ja, ist lecker. Ja, ne? Du magst Eier, ich weiß. Da fliegt was. Was ist, wenn ich das... Oh, egal. Ich kann eh nichts töten. Warte mal, ist eine Drohne? Ist das deine Spionagedrohne? Das ist meine Überwachungsdrohne, ja. Die habe ich für dich extra. Was soll ich sagen? Wieso? Du beobachtest mich? Klar, warum? Natürlich. Weil du, wenn du schläfst, halt immer so süß aussiehst, weißt du? Ich schaue mir es einfach gerne an. Durch eine Drohne. Bist du so jemand, der beim Konzert in der ersten Reihe durchs Handy schaut und filmt? Ja, ich lieg ja nicht immer neben dir. Und schnarchen tut der. Schnauft wie ein altes Walross. Erinnert mich an jemanden. Deine Ex? Ja. Oh ja, doch. Ich hatte das Glück in meinem Leben, immer mit Frauen zusammen zu sein, die sehr laut atmen, wenn sie schlafen. Und wenn du es ihnen dann sagst, sind sie unglaublich beleidigt, ja? Und wollen es nicht hören und sagen dann nur, ja, das hab ich, weil du mich so stresst. Das ist dann die Antwort darauf. Ja, ich mach das, weil du mir so auf den Sack gehst. Bin wütend auf dich. Im Schlaf. Ja, wozu? Wozu? Ja, um den Typen nicht. Ich weiß wozu. Ich hab nicht gesagt wozu. Wo willst du jetzt wieder Prime Meat? Du willst immer alles gleich und sofort. Der Stegosaurus halt. Kein töten. Wunder, dass man schnauft neben dir im Schlaf. Mann, was soll man so ehrlich jetzt? Mit mir zusammen zu sein ist also Leistungssport, oder was willst du damit sagen? Nervlich, ja. Nervlich. Jetzt müssen sich zwei Viecher auf meinem Dino kloppen. Wein doch nicht wegen den Drohnen. Hat die Ursula irgendwas gemacht? Was? Die kann man, glaube ich, fangen, die Drohnen. Nennen wir die dann Ursula? Ursula geladen? Weil sie elektronisch ist? Ey, der ist schon kleine, sehr seltsam. Nee, das ist zu modern. Das kann nicht von ihr sein. Weil sie alte Technik von den Russen oder sowas kauft? Oder? Ja, oder? Schon hat doch eh nichts. Bei der Bundeswehr irgendwie. Mit Stein und Stöcken. Haben sich aus. Ursula von der Leyen bekannt. Wir haben neue Bogen.
Für unsere. Diesmal aus Holz jetzt. Wir haben uns hier nette kleine Schutzschilde gebaut aus Blättern und Zweigen. Kostet dem Steuerzahler 500 Millionen. Waldgebühren, ja klar. Er ist aufgestanden? Er ist wach? Hä? Du Schwein, du hast mein ganzes Prime Meat. Da fragen sich die Leute, warum wir nicht die Vanilla-Einstellung nehmen. Ja, ich habe keine Zeit dann hier 20 Minuten Aufnahme und dann 3 Stunden hier am Server noch verbringen und daneben stehen, oder wie? Ja, aber dafür kriegst du Ehre. Die kann ich nicht überweisen. Du kannst dir Essensmarken für Ehre kaufen. Was gibt es so ein neues System? Wenn der Vermieter kommt, der sagt, ey, was ist mit der Miete? Ey, hier ist doch, eine Ehre. Ja, sag's einfach zum Vermieter, ich bin Ehrenmann. Du darfst auch nicht mit E aussprechen, sondern eher mit einem Ä. Ehre. Ehre? Ja, jetzt ja, willkommen. Willkommen im Jahr 2018. Ja, wird doch langsam. Jetzt redest du endlich wie ein normaler Mensch. Ein bisschen mit meiner Zielgruppe auf YouTube erweitern. Ja, die kannst du dann schön auf Twitch rübernehmen. Die stellen dann auch die richtigen Fragen. Was? Was? Ich bin gestolpert und gestorben. Gestolpert nennst du das? Ja, was war denn das? War ja kein richtiger weiter Sprung. Im echten Leben hätte ich mir maximal das Bein gebrochen. Das bringt einem ja nicht um. Im echten Leben? Ja, klar. Ich rechne immer alles aufs echte Leben aus. Weißt du, das ist so mein Style. Und dann werde ich... Die kommunizieren auch miteinander, die Drohnen. Ja. Das ist eine Verschwörung. Irgendwelche Daten weiter. Hast du dir schon einen Aluhut gecraftet? Bist doch so ein Flacherdler, ne? Die Erde ist flach, oder? Was ist ein Flacherdler? Achso, Flacherdler. Die denken, ja, dass die Erde eine Scheibe ist. Das ist doch gar nicht mehr in, oder? Nee, Erdkrümmung ist ja eine Lüge. Weil das ist mit Spiegeln so gemacht. Das will der Staat, dass wir denken, das gäbe eine Erdkrümmung. Das haben die mit Spiegeln gemacht. Mit Spiegeln? Ja, das hat mir einer so erklärt. Das haben die mit Spiegeln gemacht, damit man halt denkt, ne? Mhm. Es gibt eine Erdkrümmung. Wo haben sie die aufgestellt, die Spiegel? Auf dem Ozean. Die fahren sie halt raus. Weil ich habe mal mit einem Flacherdler habe ich mich mal unterhalten, habe ich gesagt, ja, was, wenn ich jetzt auf die Pyramide gehe, da sehe ich doch die Erdkrümmung zum Beispiel. Und da hat er gemeint, ja, das ist mit Spiegeln. Und der hat da felsenfest dran geglaubt. Also ich konnte den auch nicht überzeugen. Ich habe gesagt, ja, aber warum fallen wir nirgendwo runter? Und da hat er gesagt, ja, bist du denn mal mit einem Boot bis an den Rand geschwommen? Und ich dann so, naja, nee. Ja, siehst du? Dann habe ich gesagt, ja. Ja, nee, er hat ja kein Boot und die Regierung würde dafür sorgen, dass ich auch keins leisten kann. Ich sag, okay. Ja gut. Jetzt verstehe ich das alles. Ja. Ja gut, also, so gesehen ergibt es natürlich, ja gut, wenn man länger drüber nachdenkt. Wenn man länger, nee, ja, ich bin ja auch noch nie, ich habe ja noch nie versucht, ob es einen Rand gibt. Kann ich nicht sagen, ne? Und in Flugzeugen kann man mir natürlich auch alles simulieren. Da könnt ihr auch irgendwie so tun, ja, meine Damen und Herren, take off. Und dann rappelt ein bisschen die Maschine und dann läuft halt am Bluescreen Wolken, ne? Kann ich ja nicht sagen, ob ich wirklich fliege. Das ist so denken die, nein, im Ernst. Das wird in riesigen Hangern nur simuliert. Aber wirklich, ich geh zu den Reptilien jetzt wieder zurück. zu Hitler-Reptilien und Merkel-Rex. Hitler-Reptilien? Hitler war ein Reptilien. Ja, wusstest du nicht? Nee. Hitler war ein Reptiloid. Merkel ist auch ein Reptil. Ja, hier sieht man doch immer, wenn sie die Hände so macht, so atmen die. Weißt du? Ja. Das fördert die Sauerstoffzufuhr. Die atmen nämlich über kleine Läppchen zwischen ihren Fingern. Jetzt. Okay, ich muss echt dringend, das wird mir hier zu bunt. Heil dem Reptilienkult. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Reptilien-Fans seid, lasst eine Bewertung da. Ein Like für Flacherdler. Flacherdler. Nee, obwohl. Da gibt's mehr als du denkst. Ja, wahrscheinlich. Es werden immer mehr. Tschüss.
Ja toll, ich hab gar keine 20 Mühe. Drogen im Inventar. Ja, ich habe das ja auch hergestellt. Ja, was machst du hier wieder? Du bist ja die ganze Zeit im Offline-Modus, bist du hier also unterwegs? Nein, du kannst nichts aufnehmen, ha? Ja, du wolltest ja nicht, du hast ja gesagt, oh, hier, ich verhungere. Ich muss was, ich verhungere? Billige Waschmittel für mein Auto verwenden. Hey, Pablo. Wir müssen aber auch dazu, wir wollten auch aufnehmen, aber dann kam irgendwas immer dazwischen, dann war es Internetprobleme. Wir hatten immer irgendwas, okay, das stimmt wirklich, fairerweise war wieder was. Aber wir wurden auch sehr hart bedroht. Das, ja, natürlich, das auch. Hier habe ich einen ganz merkwürdigen, leicht zurückgebliebenen Elch. Oh shit, ich habe mich verklickt. Okay, ich hätte nicht das große Vieh töten sollen. Oh mein Gott. Schlaf doch ein, Elch. Schlaf ein. Brauche ich ihn dafür? Wahrscheinlich bringe ich ihn eher um, bevor er einschläft. Holz, Mann. Ich habe hier keine Pfeile mehr. Ich bringe dich jetzt um. Ich werde dich notschlachten. Man kann ihn nicht mal töten. Das ist ein Zauberelch. Hier drüben. Keine gute Idee jetzt. Untouchable, der Zauberelch. Ich baue erstmal was. Kommt der ist zurück. Doch verbuggt. Ich gehe eine Schnecke ermorden, das kriege ich hin, oder? Geil, jetzt werde ich noch von irgendwelchen Ameisen geschändet. Oh, die Dodos sehen aber hier sehr schön aus. Die sehen echt super aus. Das freut mich. Oh Gott, ein HP. Oh mein Gott, was war das? Ein Megatherium und Gies ist tot. Alter, kam aus dem Nichts und kloppt mir in die Fresse. Alles da oben ist jetzt weg. Fisch, ein Fisch. Hier ist er bei mir. Ja, dann... Ja, wer bist denn du? Beschäftige ihn noch ein bisschen. Ja, was soll ich jetzt eine Stand-Up-Routine einlegen? Oder ja, was? Bitte. Soll ich mein Kleid anziehen und tanzen? Ja, bitte. Ja, was? Beschäftige den Otter. Glaubst du, der kann ja nicht selber grillen. Warum soll der einen gegrillten Fisch haben? Der Luxus-Otter. So ein japanischer Luxus-Otter. Wo ist er hin? Hast du noch den Otter? Ich glaube, ich hole meine Leiche. Da waren metallische Werkzeuge drin. Ach, Metallwerkzeug hat er auch schon gehabt. Ja, hattest du doch auch. No. Nee, hab ich nicht. Hattest du nicht? Nein. Hä? Du hast dir das ganze Eisen immer gleich rausgenommen. Das ganze Eis, das ich auch reingemacht habe. Du weißt, wie es heißt, wer es reinsteckt, darf es behalten. Nee, so läuft es nicht. Natürlich. Schon seit Anbeginn der Menschheit läuft so. Wow. Oh Gott, oh mein Gott, ich fliege Kilometer weit davon! Was ist denn jetzt schon wieder? Du bist ja tot. Was zur Hölle? Okay, die Triceratopse sind nicht mehr so wie früher. Nicht mehr so wie früher sind die. Oh nein. Ich weiß gar nicht mehr, welche das sind. Warum schläft er denn nicht ein? Nein, da ist er doch wieder, von wegen! Was von wegen? Er ist hinter mir, du... Da kam ein neuer, Level 35. Oh mein Gott. Warum muss denn das immer so ausarten? Ich weiß es doch nicht. Ich will doch nur so ein Vieh. Ich hab ihn doch jetzt abgelenkt für dich. Jetzt sind drei hier. Oh nein, und einer kann klettern von denen. Verdammt, die haben den Klügsten geholt. Scheiße. Er hat... Naja. Ja, Einhorn-Quantum. Mhm. Genau. Soll ich dir deine Prinzessin Lilifee-Kuscheldecke rausholen? Ja. Okay. Okay. Aber ich finde ja keine Frau, die es mit mir macht, weißt du? Find ja keine. Da sind ja so viele Groupies. Nee, eben nicht. Verwechselst mich mit einem Quantum Pro. Aha. Oder Gronkh oder was weiß ich, aber doch nicht ich. Bei mir heißt immer nur... Die Inbox gleich voll jetzt. Bei mir heißt immer nur, mach mal, wo bleibt, wo ist. Aber keiner sagt, ja, hier, Kieschur, wie wär's mit ein bisschen Liebe? Liebe und Kinder machen. Ja, die modernen Kinder von heute, die brauchen nicht mehr so viel Zuneigung. Im Gegenteil, die sind da regelrecht... Das stört die regelrecht, weißt du? Die fühlen sich dadurch regelrecht beleidigt durch zu viel Zuneigung. Du meinst, ein Neugeborenes ist beleidigt, weil es Zuneigung bekommt? Ja. Ja, das moderne Zeitalter brauche ich das nicht. Geh weg mit einer Flasche. Ja. Ja. Ich suche halt die attraktive, junge, selbstständige Frau, ja, mhm. U30, kein Würgereiz. Das ist so mein... Oh mein Gott! Das ist so mein... Das ist halt so meine Traumfrau. Offen für Experimente. Jeglicher Art.
Ja, als ob ich habe Bären nicht gesammelt träumst. Und reingetan für mehr Ding. Warum kann ich das nicht leeren? Als ob du davon nicht träumst. Von was? Ja, von dem, was ich eben gerade beschrieben habe. Nein, ja, das geht ja niemandem was an, hallo? Ja, aber nehmen würdest du es schon, ne? Ja, was, natürlich. Ja, was? Ja, ja, ne? Ja? Ja. Also bin ich kein Schwan, sondern einfach nur Schwan? Habe ich gerade Schwan gesagt? Du bist kein Schwan? Kein Schwan? Denkst du gerade, oder wolltest du irgendwas mit einem Penis erleben? Schwein wollte ich eigentlich sagen. Also bin ich kein Schwein, sondern einfach nur Realist. Ich sag einfach, wie es ist. Weil du so ein Schmusebär bist, oder was? Na klar, natürlich. Du redest hier von einem nicht vorhandenen Würgereiz. Ja, ab und zu brauche ich trotzdem auch... Hey Baby, lass uns schmusen. Ja. Das ist deine Art von Kuscheln, oder was? Es ist ja auch Kuscheln. In einer gewissen Art und Weise. Das ist halt nur ein bisschen härteres Kuscheln. Ja. Das ist halt ukrainisches Kuscheln. Wir brauchen jede Menge Kohle, mein Freund. Was ist denn los mit dir? Bin entsetzt. Ey, mir wird gerade heiß. Ja, das denke ich mir von dem Thema. Ich schwitze hier gerade richtig kräftig. Ja, ich weiß nicht, was du hier treibst. Ich hab, die ganze Zeit. Ich treibe gar nichts. Ja, du bist da noch das Suchen. Ich suche meine Traumfrau, du, ja. Ich nutze dieses Format eigentlich nur, um mich an deine... Du suchst arg, um... Ja, um mich meine? An deine weiblichen Abonnentin zu was richten. Was soll das heißen? Ja, du willst mir die Zuseher wegnehmen, weißt du, was in meinen Twitch-Streams abgeht? Da schreiben die Frauen, ja, Kies, du kennst doch den Quantum. Ich so, ja, den kenne ich. Ja, wie ist es denn, wie lang ist denn noch die Warteschlange? Ich schwör's dir, das ist jetzt kein Joke. Ich kann Zeugen holen. Ja, ich kann wirklich Zeugen holen, die sagen, ja, es stimmt. Ich würde gerne Quantum kennenlernen, aber da ist ja dann eine riesen Warteschlange, ne? Da kommt man ja gar nicht ran an diesen Superstar. Das schreiben mir die Frauen. Die schreiben ja. Nicht, ach Kies, wir hätten gerne dich. Nein, wir wollen genau. Den charismatischen Silberwolf da drüben. Ja, so Sachen muss ich mir anhören. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, versuch's es halt mal. In einem Quantum Pro Format. Wir kommen da einfach nicht hinterher. Wir brauchen viel mehr Schmelzen. Ja, Schmelzen. Mehr. Schön, dass du so fließend YouTube-Deutsch kannst, ne? Ja, dann. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, weil mehr ist doch eigentlich das Wort des Jahres. Also mehr. Was wollt ihr? Ja, einfach mehr. Von was? Egal. Schmeiß uns einfach die Sachen entgegen. Ja, ganze Sätze gibt's ja nicht mehr, oder? Mehr oder? Wo? Arg. Wo arg? Wo arg? Wo arg? Ganz Sätze mehr. Das dauert zu lange. Die Kinder sind heute hoch beschäftigt. Kannst du auch von jemandem nicht verlangen, dass er sich die Zeit nimmt, noch mit ganzen Sätzen mit dir zu schreiben. Weißt du, wie viel dir zu tun hat, der Neunjährige von heute? Ja. Nee, ist nicht so. Die haben richtig viel zu tun. Alle Eltern trillen hier ihre Kinder total. Ja, du musst ein Superstar werden. Auf Dieter Bohlens Schoß sitzen. Das ja, ist heute Superstar. Angesagt. Ist das, schreiben die Kinder an Weihnachtsmann Superstar? Nee, die schreiben an den Bohlenmann. Ja? Den Bohlenmann? Hallo, lieber Bohlenmann. Ich kann... Ich würde gerne Superstar werden. Ich kann die und die Lieder covern, hab dieselbe Frisur wie Justin Bieber und meine Mutter zwingt mich, Gitarre zu lernen. Kann ich vielleicht Superstar werden damit? Dein Justin Kevin Sören. Da gehen da nicht zwei noch rein? Wie viele Schränke so viele Schränke braucht man doch ja, gar nicht. Ja, wir müssen doch zum Sortieren. Ja, und was soll man dann hier reinstellen? Hier ist einfach nur ein Durchgang zum Fenster. Ja. Da kannst du doch so ein Ding machen, so Mörser. Die sind noch klein. Da bleibt doch das Fenster erhalten. Das ist ja eher erst die erste provisorische Aufbaubasis. Ja, aber ich bin halt jemand, ich genieße eben. Was genießt du? Ja, ich genieße halt... Ja, das genieße ich, wenn Frauen dieses Geräusch machen. Finde ich sehr entspannt. Nein, ich genieße einfach... Du willst also wirklich keine Werbung hier auf dieses YouTube-Video. Was ist Werbung? Es gibt viele Frauen, die stehen darauf. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Nicht, dass es immer heißt, wir bösen Männer. Ja, also. Ja, natürlich, aber... Ist das wirklich dieses Thema, was du da nein, als ich, Vorbildfunktion... Ich ja nur, was denn? Ich stehe auch auf ein bisschen Würgen. Hier vermitteln ich habe kein möchtest. Problem, gewürgt zu werden. Ich distanziere mich... Oh, ich bin vergiftet, da ist ein Skorpion. Was? Da ist ein fliegendes Krokodil! Es nimmt mich mit! Es nimmt mich mit, Quantum! Was redest du? Da kam ein Krokodil geflogen, hat mich mitgenommen. Drei Straßen weiter. Ein Capro. Noch alles in Ordnung hier, oder was? Quantum,
Es kam aus dem Wasserfall gesprungen und hat mich einmal quer durch die Karte mitgenommen. Jetzt propagiert ihr ja auch noch Drogen. Und ein Skorpion hat mich erst genommen. Ein Skorpion hat mich abgefüllt. Ja, das war schon mal Schritt 1. Und dann kam hier ein Krokodil aus dem Wasserfall gesprungen und hat mich einmal quer über die Karte mitgenommen. Ja. Glaubst du, ich fantasiere und lüge? Ja. Ja, nee. Das glaube ich. Das machst du nur für die Klicks. Wollte nur sagen, Gleichberechtigung, ich stehe ja auch ein bisschen auf Würgen, also passt es wieder, ne? Also nicht, dass ich immer nur der Bürger sein will. Dankeschön für diese Informationen, die ich überhaupt nicht wissen möchte. Quantum, das weißt du doch. Ja gut, aber das sind private Sachen, die wir... Und du stehst ja auch so ein bisschen drauf. Nee, das stimmt nicht. Autoerotische Orgasmen? Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Na gut, redst du ruhig. Hast du mit jemand anderem geredet? Er will immer den Gentleman bewahren. Das nächste Mal masturbierst du bitte vor der Aufnahme, damit es nicht hier solche Themen gibt, okay? Ja, da kam irgendein... Ja toll, jetzt hänge ich ja schon wieder. Was ist jetzt los? Jetzt drückst du mich auf den Boden. Was und zieht mir die Hose runter. Ja, ich schwör's dir. Wahrscheinlich pflückst du aber noch ein paar Pflanzen gerade. Nein, nein. Es hat mir die Hosen runtergezogen. Ich verstehe nicht. Der Typ ist heute drauf. Jetzt falle ich zusammen. Was ist das denn? Ja, jetzt zieht man die Hosen und es fällt zusammen. Jetzt kommt er und... Ja, geil. Ja, toll. Nee, super. Schön. Das ist doch der gleiche Raptor hier gewesen. Nee, davor war es ein... Es war auch 72er. Krokodil. Nee, es war ein Krokodil Level 72. Das ist die 72er Gang. Ja, das war echt grandios von dir. Aber jetzt lebe ich aber wieder. Und jetzt bin ich tot. Jetzt bist du tot. Cool. Ich wusste ja nicht, dass der sowas kann. Jetzt kommt der Raptor hierher und wir haben hier gar nicht zugemacht. Und wir haben kein Bett mehr. Und jetzt ist der Raptor in der Wohnung, wo wir... Ich dachte, du hättest... Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, was? Dann bau schnell. Wir haben hier noch gar nicht zugemacht, die Hütten. Und jetzt dann nimm doch hier, nimm doch Olga, die kann es doch regeln. Olga! Wenn jetzt Olga stirbt. Aber nicht wegen mir. Ist Olga stark genug? Ja, sehr. Ist deine Freundin? Betrügst du mich mit Olga? Da gibt's gar keine Antwort drauf. Ich verstehe das nicht. Warum bist du so fixiert jetzt? Weiß ich nicht. Es gibt mehr im Leben. Es ist kalt. Es ist kalt. Merkst, kennst du es nicht? In der kalten Jahreszeit willst du dich doch ankuscheln, oder nicht? Depressive Dingszeit jetzt, oder was? Ja, ist es bei dir nicht so, wenn es so kalt ist? Tja, wenn du nicht mit der Einsamkeit nicht klarkommst, okay? Dann, mit der Einsamkeit? Dann musst du halt, ja, natürlich. Das ist doch der Grund. Ich meine, wenn du mit dir selber nicht klarkommst und wie jetzt und die Einsamkeit verrückt also willst du dann jetzt gleich verrückt werden? Ja, das ist selbstverständlich. Findest du, dass dein Leben so, wie es jetzt ist, reicht so? Quantum. Nein, das habe ich nicht behauptet. Fertig. Nein, das habe ich nicht behauptet. Das habe ich nicht gesagt. Aber du bist halt nicht dabei, verrückt zu werden. Aber ich sage, es gibt sehr viel im Leben, was einem glücklich und bereichern glücklich machen kann und dann bereichern kann, okay. Was habe ich jetzt aber Verwerfliches genommen, als kann mich glücklich machen und bereichern? Ja, ich weiß nicht, warum du dann wieder jetzt von Olga redest. Wieso jetzt? Ich habe nur gesagt, ist es deine Freundin? Also du bist ein Pervers. Warum soll das meine Freundin sein? Es ist ein fucking Trick. Ja, kann man auch nicht. Man kann ja auch mit Tieren befreundet sein, oder? Ja, Menschen sagen, hey. Die Art und Weise, die du wieder hier zur Schau stellst. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt, junger Mann. Doch, das hast du impliziert. Nee, also da hast du mich ja völlig jetzt missverstanden. Ach so? Ja, total. Und wenn ich dann pennen gehe und ich höre dieses Geräusch, aber es sind nur wir beide hier und ein paar Dinosaurier, was soll ich denn davon ausgehen? Guck mal, du bist doch krank. Du bist doch krank, Mann. Du bist doch krank, wie du hast so eine Fixierung. Weißt du, ich gebe es ja wenigstens offen zu, aber bei dir ist es irgendwie so eine unterdrückte Fixierung. Dann entdecke ich wieder irgendeinen Raptor ohne Vorderzähne. Alter, du bist ja krank. Meine Güte, was ist das denn für ein krankes... Also... Ja, ey... Ich will es ja nur mal jetzt sagen, wie es ist. Ist ja komplett gestört. Und du wunderst dich? Du wunderst dich, dass mit dir niemand was zusammen machen will? Ich möchte nur erklären, was hier für Sachen passieren. Krank. Einfach nur krank. Ach du Heilige. Also da hat sich ja einiges aufgestaut, ne? Jetzt. Okay. Gut, wie lange sind wir hier? Moment, ich habe gerade... Ja, aber warte, jetzt habe ich gerade ein Krokodil. Ich habe wichtige Termine. Ach, komm. Ja, doch. Ich habe jetzt ein wichtiges Gespräch. Du?
Was, wieso? Hey, was, wieso lachst du? Ich meine ja nur. Ja, was soll denn das? Das ist für dich echt unverschämt jetzt. Ja, was soll denn das sein? Das war jetzt für ein Gespräch? Ziemlich gemein. Eigentlich. Hab mal nachgedacht. Hier ist ein Krokodil. Ja, was war? Guck mal, das springt! Kann ja echt fliegen! Springt. Das fliegt ja echt! Hilfe! What the fuck? Ich hätte das gerne, aber ich hab doch nicht gelogen. Das kam aus dem Wasserfall gesprungen und mich zerlegt. Ja, ich will ja die ganze Zeit aufhören und ja, die nächste Folge aufnehmen. Ja, die nächste. Für die Kinder. Für die Kinder. Bis zum nächsten Mal, liebe Kinder. Lass eine Bewertung da, damit Quantum Weihnachten feiern kann, ne? Darum ja, geht's. Damit ich zu Weihnachten mir einen Baum kaufen kann, okay? Endlich mal wieder, seit 30 Jahren. Und auf Twitch wollen für mögliche Farmstreams. Link ist in der Beschreibung. Ja, mich kennt jeder auf Twitch. Das ist automatisch. Wenn man Amazon Prime kauft, hat man mich automatisch gefollowt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Gibt's nicht, ich hab so viel Vertrauen, dass wir rückwärts fallen lassen. Würde ich bei dir nie machen. Warum denn nicht? Weil ich deine Gehirnerschütterung bekomme. Nee, das ist meine Belohnung, dass ich dir vertraue. Ich bin ein liebevoller Mensch. Liebe bekommst du. Ganz viel Liebe. So viel Liebe, dass es wahrscheinlich für dich schon wieder zu viel wäre. Ja, es ist ein Unterschied zwischen zu viel Liebe und okay, hier sind 9 Schuss. Ich habe 21 und kann nicht sein, dass du mir 500 SMS am Tag schickst. Ja, schön wär's. Davon träumst du. Eigentlich, sei doch mal einfach ehrlich zu dir selbst. Eigentlich würdest du am liebsten haben, dass ich mit meinem Sportwagen bei dir vorbeizische und sag, komm, hüpf rein. Ich hab jetzt extra seinen Sportwagen erwähnt, so nebenbei. Was für ein fucking Angeber hier. Hüpf rein, Quantum. Ich zeig dir mal, wie schön die Welt ist. Was ist eigentlich der Traum dahinter? Aber du willst es halt nicht zugeben, weil du so verbissen bist. Es ist eine Maschine. Wir sind seine inneren, der ist halb Mensch, halb. Was ist daran menschlich? Nein, ich meine, halb Tier, halb. Lebewesen, halb Maschine. Das ist wie ein ich würde sagen, Terminator. Gibt's denn nicht? Guck mal hin. Der hat auch Gefühle. Und Robocop hat auch Gefühle. Ja, Robocop ist ja auch ein Mensch. Ja, gut. Ich will das jetzt nicht mit Metallteilen vergleichen. In erster Linie ist Robocop ein Mensch. Kann ich den ehen oder irgendwas? Warte, was steht da? Benutzt deine Hände, um. Also, ne. Ich geht's. Benutzt ja nicht das, was du wieder denkst jetzt hier. Jetzt benimm dich mal, ja? Wir sind heute auf der Jagd. Soll ich ihn anschießen mal? Der Raptor ist fast tot. Meine. Jetzt hauen die einen hier runter. Aber Olga ist fast tot. You know what I mean? Yeah, I know what you mean, but we have to do something. Halb Leben. You know what I'm thinking about this? I don't know, but I have my weapons and now, but I don't want to go to foot on the to the Richtung, you know. I have because to take my package. Dangerous. I have to take my package and I have to must to kill a Raptor. Der geht ja voll drauf. Was ist mit dem hier? Level 2? Der macht voll die Lasers. Ey, der hat mir hier die Spitzhacke aus der Hand geschlagen. Quantum! Der macht voll die Lasers da hinten. Mach diesen Vogel tot. Oh nein, da kommt. Oh nein! Oh nein! Oh nein, das ist dieses Flug! Oh nein, das ist ein Flugdino! Krokodil! Ameisen. Alter, guck mal hier, Cyber-Ameisen! Mit kleinen Cyber-Lichtschwertern. Hast du gesehen, die Ameise? Ameisen? Ja, die Ameise hat ein Lichtschwert und ein Bandana. Gang-Mentalität. Cyber-Gangs. Ah ja. Jetzt, Olga steht im Weg. Du regst dich auf wegen so einer Taube. Der hat meine Waffe jetzt geklaut. Ich krieg so die Krise bei dem Vogel. Ich hasse ihn. Das ist wie damals, wenn du ein... Du bist der ältere Bruder, weißt du? So, du kriegst die abgenutzten Sachen vom kleinen Bruder. Ich würde den einfach klauen halt oder so. Lass die Finger von Birdie. Oder du wachst auf und der ist nicht mehr da. Lass die Finger von Bandy. Ein Unglück ist passiert. Du kranker Psycho. Wenn ich sehe, dass dem Vogel Zähne fehlen und der Schnabel irgendwie abgefeilt wurde, um ihn als Lustobjekt zu missbrauchen, dann bist du direkt dran. Manchmal passieren Unglücke, Kies. Nicht bei meinem Vogel. Wow, dieser Vogel hat ja wirklich Atem, ne? Was, jetzt fliegt er durchs Fenster? Haha, jetzt steckst du fest und Olga macht dich fertig, du Sau! Ist es jetzt deine Genugtuung? Ist es der schönste Moment? Ja, er ist tot!
Echt? Ist er wirklich tot? Ja, er wollte durchs Fenster. Ist stecken geblieben und Olga hat von hinten zugebissen. Geil, Mann. Ja. Fühlt sich jetzt gut? Ja, fühlt sich super an. Er freut sich am... Nein! Nein! Was? Nein! Sag mal. Ein riesiges, komisches Vieh. Der hebt sogar einen anderen, der hebt den Hund hoch und zerfleischt den Hund. Ich glaub das alles nicht. Hier hat ein Vogel gerade einen Fisch rausgefangen. Das habe ich noch nie gesehen. Der Hund fetzt sich gerade da hinten mit irgend so einem. Kennst du noch diese Viecher, die dich ins Maul nehmen und hochheben? Und dann auslachen? Jedes Viech hier, ja. Ja. Ach du Heiliger. Ach du. Quantum! Was ist denn mit deinem Vogel jetzt? Keine Ahnung, ich werd verfolgt von einem Psychopath! Wo ist Olga? Die muss mir helfen. Olga ist zu Hause! Bitte hilf mir doch! Jetzt weint er gleich hier! Olga! Du wolltest doch deinen Vogel, du hast gesagt, ich soll nicht in deine Nähe kommen! Was ist denn hier jetzt? Bitte Olga, regel das, danke! Ich guck, ob der Vogel gezähmt wurde. Ist jetzt dein Problem. Ey, sag mal! Ich hab's hier ganz friedlich gehabt. Die Olga macht das schon. Jetzt macht hier Olga Rambazamba. Warum ist denn hier... Was? Olga ist tot! Was? Wegen dir, du blöder Sau! Ich wusste das doch nicht. Was ist? Du schickst den fucking Megalosaurus hierher. Ich wusste das nicht. Und du killst Olga und mich. Ich wusste es nicht. Ich bin unschuldig. Ich hatte keine Ahnung, dass der so stark ist. Du hattest keine Ahnung? Olga! Oh, ich krieg die Krise mit dir, ehrlich. Krank. Was? Nee, also wirklich. Weißt du, ich versuche ein seriöses... Weißt du, wie viele Nährstoffe da drin sind? Nein, ich versuche ein seriöses Let's Play für die Kinder hier zu machen. Damit jung und alt mal ein bisschen lachen kann und die Alltagssorgen vergessen kann. Das stimmt doch nicht, du willst doch nur den Whirlpool finanzieren. Ja, auch, das ist ein netter Nebeneffekt, aber man kann es ja auch... Ich gehe immer den Weg des Paluten, nenne ich das Ganze, weißt du? Ich bin immer kinderfreundlich, fröhlich und bescheiden. Der Weg des Paluten ist meine neue Religion. So. Wow. Wieder hier ein Desk-Kasse. Das ist kein... Nee, hier. Ich finde, der macht alles richtig. Absolutes Vorbild für mich. Ist kein Beef. Ihr müsst jetzt nicht rüberrennen zu Paluten und sagen, ey, was Kies schon wieder gesagt hat, hast du es gehört? Der hat dich Vorbild genannt, du Sau. Weißt du, sowas müsst ihr jetzt nicht machen. Oh, der sieht ja richtig gut aus, ne? Ja gut, der ist groß, der ist jetzt nicht so eine Heldentat, dass du ihn getroffen hast. Okay. Weißt du, warum immer dieser... Ich ja, ich verstehe es nicht. Oh, ich habe diesen riesigen Dino getroffen aus 2 Meter Entfernung. Woher kommt diese Missgunst? Was heißt hier Missgunst? Hey, alles was du... Ich will nur ein bisschen am Boden der Realität halten. Weißt du, ich kann hier wie so ein reicher Mann kann ich hier reden. Siehst du das alles hier um dich rum? Meins, weißt du, so kann ich einfach reden. Mein Talent. Ich will dich nur ein bisschen am Boden der Tatsache halten. Guck mal hier, der letzte Schuss, der König. Dann sitzt du wieder in deinem Pool und schaust deine Likes an und dann bist du ganz erregt immer. Ja, bitte liken, Leute, damit ich erregt bin. Gut, dass du es erwähnt hast. Ich möchte auch erregt sein. Ich hab schon lange keine Erregung mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob da Blut irgendwie herumzirkuliert in mir. Nee. Trocken wie die Wüste. Keine Liebe. Kein Leben. Ein Hübscher ist das. Ganz, ganz absolut, hübscher. Absolut. Ich glaube, du hast auch den Sattel für den. Muss mal reingucken in deinem Inventar. Ja. Die Post ist da, Moment. Ach, die braucht doch niemand. Von was denn? Renn! Der Escort-Dienst ist wieder da. Na, davon können Menschen wie ich nur träumen. Auf Wiedersehen, Hübscher! Auf Wiedersehen! Hau ab! Schnell, bevor Quantum an dir rumspielt. Das willst du nicht. Ich habe ihm das Leben gerettet, indem ich ihn eben gerade weggejagt habe. Glaubt mir. Quantum hätte an dem irgendwelche Spielereien gemacht, das... Ja, genau das. Das hättet ihr nicht sehen wollen. Ihr habt es am Anfang gehört, wie er geröchelt hat. So. Hi. Was? Was? Nee, nichts. Was geht's? Und, ist die Escort-Dame da? Was zum Enker? Leg dich schon mal aufs Bett. Okay. Was? Sind 2 außerdem. Bitte liken, damit es nicht aufhört bei Quantum. Der Brunnen darf niemals versiegen.
Und da habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben vergoldetes Popcorn probiert. Vergoldetes Popcorn? Vergoldetes Popcorn, ja, wo ein Flake irgendwie 4 Euro kostet. What the fuck? Habe ich gesagt, na gut, so ein kleines Tütchen, wie viel muss ich überweisen? Kredit aufgenommen für den Tüten Popcorn? Es war lecker. Was ist mit diesem kleinen Scheißvieh hier? Das? Er beobachtet uns und plant. Der plant was, ja, der plant. Er plant irgendwas, ja. Was weiß ich? Ja, da habe ich gesagt, ich nehme ein Wasser und dann hat er gesagt, es macht 12 Euro. Wo ist die Toilette, habe ich dann gefragt. Du glaubst, ich habe überhaupt keine Träume mehr? Was ist denn? Das ist ja, sagst du immer, wenn ich so mit dir rede. Und wie sieht's aus? Du so, oh, ich spüre nichts mehr. Hat mir gestern eine halbe Stunde mit einem Messer in den Arm gepiekst. Nix. Nichts. Alles weg. So wie ich mir ein Messer leisten könnte. Mit einem angespitzten Stück Metall, das ich auf der Straße gefunden habe. Besser. Du isst doch immer hier Lieferessen und alles. Davon kann ich nur träumen. Echtes Essen. Hast du nicht eine eigene Köchin? Nee. Nee. Wenn, dann Koch, ja? Gesundheit. Dankeschön. Er wird gebaut. So, weg mit den Viechern. Nein, lass doch mal die Viecher. Ja, wenn wir Platz brauchen. Das Leben ist halt nochmal hart hier. Das ist halt ein Riesending. Also, der Fabricator. Ja, was sonst? Ja, was sonst, ja. Ja, ich bin jetzt von nichts anderem ausgegangen, also. Hörst du das? Raketenstart. Nordkorea. Wir sind in Nordkorea. Von innen sieht außen alles normal aus. Kämpfen! Drauf ich gehen. Bin ohnmächtig! Komm schon, ich rette dich! Ich bin... Und ich bin... Nein! Ich bin auch ohnmächtig, ich schaffe! Ein AP! Nein, 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 ich muss leben! Ich bin tot. Er hat mich runtergeworfen, okay? Okay? Das geht's. Oh Gott. Ich war nach einem Schlag bewusstlos. Okay, jetzt geht das wieder los mit diesem Scheißbild. Ich konnte hier gar nichts tun. Ich glaube, mein Spiel ist abgeschmiert. Ist auch noch. Ich hab perfektes Timing. Ja gut. Nee, es geht wieder. Es geht. Ja, Server zurücksetzen, würde ich mal sagen. So, lasst mal eine Bewertung da, damit es auch hier weiterhin geht, ne? Und ihr wisst, Quantum ist einsam, der Wahnsinn treibt ihn durch die Nacht. Er träumt von Helene Fischer. Jetzt, warum schiebst du das auf mich, das ganze Gespräch? Ich habe da nichts gesagt. Also, wenn ihr aussieht wie Helene Fischer und auch ihre Brieftasche besitzt, meldet euch, ne? Bei mir, nicht bei Quantum, er will ja nicht. Nee, Moment mal, du kannst jetzt nicht danke, Helene Fischer. Danke fürs Zusehen. Ja, danke fürs Zusehen. Bitte Helene, dich, Helene. Ne? Wir hören uns. Helene. Tschüss. Tschüss. Atom, bleib hier. Ich will dir was geben. Der schreit aber ganz schön laut auch für so einen Kleinen, du. Erinnert mich an dich. Ja, klar, natürlich. Was? Ich schreie laut nach Likes, Leute. Bitte liken. Danach schreie ich immer ganz, ganz laut. Oh no! Ich bin im Haus. Okay. Wo bist du? Ja, hier beim Haus Wasser angerannt. Noch. Wo ist denn der Kleine? Hier ist noch ein Raptor jetzt. Oh Gott. Nein, der greift den Atom an! Nein, nicht Atom! Er frisst den Atom! Nein! Da ist ein Raptor und frisst. Ja, nee, der ist gleich tot. Der beißt ihn weg. Nein, nicht Atom. Warum denn? Der ist so klein. Und ein Skorpion geht auch auf Atom. Hier, nimm Quantums Vogel, aber nicht Atom. Moment mal! Nicht Atom! Nein, nicht Atom! Ihr Schweine! Schade, der Skorpion! Warte, ich lenke ihn ab. Ich opfere mich für Atom! Das kann nicht wahr sein! Nimm mich, aber nicht Atom! Der hat einen Tourette-Mode? Wie? Also nicht das Fluchen. Nicht das Fluchding. Tourette-Mode steht hier. Was ist das? Wir brauchen Gelände oder sowas. Was ist denn jetzt eigentlich hier mit dem Fabricator? Ja, der ist ja weg, weil wir letztens gestorben sind. Und ja, bau mal! Wieder... Ja, bau mal! Ja, mach doch mal! Ja, warte, Zement machen hier. Parasaurus-Sattel hier ist doch ganz easy. Level 9. Ja, aber das ist doch ein Tech-Paradings. Ja, aber ist egal, schreiben die Leute. Wenn du einmal Kommentare lesen würdest, weißt du? Wow. Ich bin halt sehr nah an der Community. Oh ja, das wusste ich. Jetzt kommt die Kacke wieder hier.
Community Drawer, kennst du nicht? Du hast doch eine Angestellte, die dir das vorliest. Schön wär's, wenn ich so eine attraktive junge Angestellte hätte, die sagt... Du filtere mir nur die positiven Sachen raus, danke. Hab keine Zeit, brauch heute die 80 Euro Socken wieder. 80 Euro Socken. Also wie auch wieder übertreibt, die kosten nur 70. Bleib mal schön, ach so. Jetzt bleib mal schön bei den Tatsachen. Guck mal, jetzt kann er endlich, kann jetzt der Lego auch bei uns drinnen schlafen. Ist nein! Schön? Ist das nicht schön? Ich will nicht, dass hier irgendwelche fucking Viecher mehr in dem Haus sind. Oh, guck mal hier, da ist er. Oh, der leuchtet so schön. Toll. Das ist der Einzige, der hier drinnen ist jetzt. Nee, Olga kommt auch noch rein. Nein, Olga bleibt ja, draußen! Unterstütze ich. Ich hole mir jetzt einen Otter. Mach mal ein Schwert oder sowas, oder ein Fabricator. Mach dich mal nützlich. Ich weiß, ich muss mich hier konzentrieren, was ich überhaupt was? Will. Was? Ich weiß gar nicht, was ich tue. Steine angucken oder... Was da jetzt so kompliziert. Setz mich nicht unter Druck. Was klemmt denn da unter dem Stein? Da klemmen ja richtig viele Tiere. Alle auf der Flucht vor Quantum. Was? Wieso auf der Flucht von mir? Ja, die wollen ihre Zähne behalten, haben sie gesagt. Ey, jetzt schieb das nicht auf mich, okay? Kleiner Otter. Guck mal. Oh! Oh mein Gott. Orgasmus. Oh, ja! Oh, okay, wie cool. Könntest du den Tab wieder schließen? Nee, guck mal. Ich bin jetzt wie so eine reiche russische Dame. Komm mal her. Was? Wo bist du? Wer ist denn das hier eigentlich? Was hast denn da? Quantum entführt immer Viecher in die Bude. Ja, zu Hause. Was zum Henker? Was ist mit dem denn da überhaupt? Was hinter ist dir? Das? Ja, ich bin jetzt modisch. Wow. Ja. Wow. Ja, ja, ja. So ist das eben. Was ist das denn da für einer? Was ist der Galli? Jetzt mach doch hier mal die raus! Tür jetzt geh doch mal raus! Jetzt reicht's mir hier! Was ist denn? Was? Ich höre nur das Geräusch und die Tür geht nicht zu. Oh, wir haben einen Otter, wie nennen wir den? Das ist ein Männchen. Was macht denn der? Ja, gut aussehen, was denn sonst? Der hält putzig. Kinder, arg ist doch. Ach, oh, ich hab mich verklickt! Psycho! Wirklich! Ich schwöre, ich wollte mich ducken, um ihn näher anzusehen, aber das ist nichts. SDRG ist schlagen. C ist ducken. Ja, es tut, das war wirklich keine Absicht. Der hat ja noch nichts getan, der arme kleine Otter. Es war keine Absicht, Mann. Gib ihm mal einen Busseler. Guck mal, Näschen an Näschen. Ja, so will ich das der sehen. Der hat die Zunge rausgestreckt. Was? Hat er wirklich die Zunge rausgestreckt? Aber er hat noch seine beiden Zähne. Also, alles gut mit ihm. Ist er nicht putzig? Der ist doch hübsch. Der ist, ja, er ist putzig. Der darf hier drin bleiben, alle anderen nicht. Ich glaub, guck mal, die hängt aber auch ihren Kopf durchs Fenster, ne, hier die Olga. Die vermisst halt dich. Die war es halt gewohnt, dass sie immer mit dir gekuschelt hat beim Schlafen. Und jetzt hat sie das halt nicht mehr. Ich sag's ja nur. Was ist denn jetzt mit dem Fabricator? Ja, ich such den gerade. Hier, Fabricator ist... Ich hab ihn doch schon ausgewählt. Ja, er ist fertig, weil ein anderer ihn gebaut hat. Das stimmt ja gar nicht, ich hab ihn gerade gebaut. Nein, hast du nicht. Doch. Nein. Haben wir jetzt zwei gebaut? Dann ja. Ja, super. Ja gut, nein, also, macht dir nichts, besser ist. Ja, wir haben ja so viele Rohstoffe, ne? Ja, das ist selbstverständlich. Was ist jetzt schon wieder los? Was ist denn das? Warum schauen wir hier alle rein? Was ist denn? Gibt's hier irgendwas? Dich, Alter! Die beobachten alle dich! Guck doch mal! Das sind voll die Creeps! Wie deine. Das hier sind deine Twitch-Abonnenten, ja? Ey, oh, dieses Geräusch geht mir auf die Nerven! Ja, der steht in. Oh mein Gott! Der grillt sich gerade selbst! Oh, komm mal hier raus! Was ist das? Er stellt sich da ins Feuer! Und er geht ganz langsam Selbstmord. Was für ein ekelhaftes Geräusch. Willst du ihn haben? Nein, ich will nichts haben. Geh weg. Aber er will weg. Immer wieder dahin. Einfach, das Feuer lockt ihn vielleicht wirklich an oder so. Keine Ahnung. Wo ist wo? Hast du nicht gesehen, was da eben rumgesprungen ist? Ich weiß nicht, hier sind viele komische Dinge. Ein Drache. Was? Ein Mammut und ein Drache. Ja, unter uns ist ein Drache. Nee, aber oben, guck mal, oben ist... Was ist das? Au! Was ist los? Was ist los? Ich bin tot, was ist los? Von was, einem aber von Mana, was? Aber wie? Mana Garmbr. Was war das?
Was war das? Ich habe keine Ahnung. Es ist wunderschön. Naja, so übertreiben. Nein, wirklich. Das machst du nur, wenn man. Nein, damit ich deine Abonnenten dir irgendwie abziehen kann. Nein. Ja, alle es drei. Die habe ich doch schon. Nein, es ist. Okay, stimmt. Das war der Grund, wieso wir zusammenarbeiten. Nee, es ist wirklich wunderschön. Und du sagst dann, ja, der Kies, das ist ein Fleißiger. Ohne den. Ist mir eigentlich wurscht. Ohne den wäre mein Leben so viel trauriger. Ist mir eigentlich wurscht. Nee, ist es nicht. Ich bin doch immer ganz besorgt, wenn ich sage, ich gehe am Wochenende feiern. Ja, aber ruf an. Ruf an. Was das ist. Ruf an, dann rufst du immer nur betrunken an, außerdem. Ja, aber du, ich sag immer, komm mit. Weißt du, wie ätzend du bist, wenn du betrunken bist? Nee, ich bin charmant. Und du voll liebesbedürftig. Ja, das stimmt. Aber es sind halt die meisten. Da kommen halt die inneren Gefühle hoch, weißt du? Da kommt die Wahrheit raus. Deswegen trinke ich nicht mehr. Ja. Die Wahrheit behalte ich schon für mich. Bisschen die Realität. Ich trinke schon ein bisschen was, aber ich trinke auf jeden Fall keine. Ich trinke keinen Schnaps mehr oder so irgendwas. Was? Nee, nix mehr, gar nichts. Seit wann bist du jetzt so ein Pfadfinder? Was? Ey, nee, weil da. Nee. Nee, da passieren schreckliche Dinge. Aber wenn du jetzt über Nacht reich werden würdest, ja? Und ich würde sagen, komm, lass uns auf die Kacke hauen und wir fahren mit einer Limo in den nächsten super mega schickimicki Club und tanzen im Whirlpool mit 10 Frauen, dann würdest du was trinken. So als dann Feier. Trink ich vielleicht ein Gläschen. Ein Gläschen, ja. Ein Gläschen trinkst du dann. Ein Gläschen, ja. Guck mal, ich glaub mich gerade mit dem hier in der Luft. Und ich sag, das ist. Der hier. Hat der einen Hut auf? Ah, oh, ne, das sieht so aus. Ich hatte jetzt so einen kleinen Zylinder auf. Ja. Gentle Dino. Komm, hau ab. Der schreit jetzt hier rum. Hau ab. Sonst kill ich dich. Ey, der macht mich da oben fertig. Fertig, der Kleine. Das ist einfach nur nervig, ne? Das ist eine Taube, die gerade gewinnt. Ich lass dich jetzt nicht hier entkommen. Hab ihn! Ja! Mein Otter hat ihn besiegt. Gut gemacht, Otto. Und Quantum hat dich unnötig genannt. Ne, bist du nicht. Bist ein Toller. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ich hab niemals unnötig genannt. Ja, dann eben wertlos. Ich weiß den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr. Naja, du bist ja der, der dauernd neues Viehzeug irgendwie will. Ich hör der. Immer müsste ein Trinkspiel machen für jedes Mal, wo du sagst, oh, was ist denn das für ein Dino? Den will ich. Den hol ich. Aber der ist schön, den will ich. Jedes Mal einen Schluck nehmen. Ja, dann wärst du tot. Ja. Ja, aber guck mal, durch mich kommt eben auch eine gewisse Dynamik ins Spiel. Ach, jetzt kommt wieder wenn's der Dynamik. Wenn es nach dir geht, hätten wir ein Dino und der wird ausgefoltert bis zum geht nicht mehr. Bis ihm die Meilen aus den Ohren spritzen. Ich verwalte ja den ganzen Andrang. Was? Ich will keinen Andrang. Ja, deswegen hast du ja mich nicht als. Auf der Suche. Als Schutz. Ich bin von den Internetpsychopathen. Kies ist auf der Suche. Nee, ich auch nicht. Schreibt aber nicht. Nee. Ich habe schon meine Herzensdame gefunden. Ja, ach so? Wer denn? Ja, du? Ja, du bist ja eindeutig die Frau von uns beiden, wenn es irgend so eine Konstellation gibt. Du hast ja wohl die sensiblere und weichere Seite. Die würden sofort mit deinem Leben tauschen. Im Dino-Land leben? Allgemein so. Dein Leben ist ja wohl spitze. Ja, was? Das sagst du ja nur. Was? Ich sag ja nur, wie es ist. Niemand, dich doch mal. Du willst jetzt sagen, nicht mal Kinder in Afrika würden tauschen. Würden sagen, das nee. Das ich nicht sagen. Das habe ich jetzt nicht behauptet, okay? Das wäre übertrieben. Ja, aber jetzt haben wir hier eine aber richtig kein schöne... normaler. Ja, in ich glaube viele. Bundesländer lebenden Menschen. Europäer oder was? Ja, aber das ist was anderes. Ja, aber du kannst erzieherische Werte mitgeben. Verstehst du, du kannst den Leuten... Was gibst denn du für erzieherische Werte? Eine Menge. Werte ich finde meine Grundeinstellung als Mensch ist doch nicht verachtenswert, oder? Ich höre immer nur Ehrenmann bei dir. Nee, das hörst du nie. Und Digger und so weiter. Das hab ich noch nie gesagt. Sicher. Das sind eher so deine Slang-Wörter.
Was sehe ich aus? Bin ich jetzt ein Erzieher oder was? Das ist die Aufgabe. Ja, komm ab und zu in deinem Stream, Lehrer da sitzt du Justin Bieber mit deinem Cappy. Und ja, natürlich, weil mir kalt ist. Ich kann mir keine Heizung leisten. Und deswegen musst du biebsen oder was? Ja, deswegen muss ich mich warm anziehen. Abbiebern. Ich kann mir sowas nicht leisten. Statt bibbern, bibbern. Statt bibbern, bibbern? Die Steckdose. Die Steckdose. So, ich lasse mir das nicht mehr bieten, die Folge ist vorbei. Danke fürs Zusehen. Nee, jetzt so, ganz ehrlich, was? Weißt du, ich heldenhaft erober ich einen Vogel, ne? Was heldenhaft? Das war Arbeit. Und jetzt haben mein eigenes Camp oben in der Wolkenstadt. Nachdem, was? Du willst jetzt sagen, du hast alles alleine gemacht? Naja, du hast Olga auf dem Gewissen. Naja, ich wusste ja nicht, der war Level 24. Ich hab alle abgelenkt. Wusste ja niemand, dass der so stark ist. Das sah harmlos aus von der Ferne. Der Unbelievable. Und die Folge dauert eine halbe Stunde. Ja, ich will ja die ganze Zeit aufhören, aber du bist ja Hunde kennen. Was ist denn hier drinnen? Jetzt ist da ein Vogel hier im Haus drin, oder was? Ja. Da ist kein Platz dafür. Wow. Wir lassen jetzt schon wieder mit. Gar nichts, der Hund, ich hab doch nichts gemacht. Wieso? Schaut, der greift jetzt an hier. Warum kann er mir denn nicht mal verzeihen? Ja. Ich dachte, das ist ein intelligentes Lebewesen, hast du gesagt. Ja, und was soll ich jetzt mit dem machen? Ja, ich weiß nicht, der ist jetzt sauer. Er kann ja nicht jetzt irgendwann raus. Mal. Ja, okay. Lass eine Bewertung da, sonst, ihr wisst ja, ist die Folge die letzte gewesen. Und dann sagst du ja wieder. Ganz harte Töne hier. Sag nur, wie es ist. Ja, okay. Gut. Ja, was ist denn dein, kann man machen? Was ist deine Schulnote dafür? Ich habe keine Noten für sowas. Das ist Blödsinn. Echt? Also, ich habe da so ein System. Wow. Okay. Ist auch sehr ausgetüftelt. Da verteile ich dann immer Punkte. Ich gebe dir noch immer Rankings. Okay, das ist ziemlich traurig. Die Frauen sagen immer, und Kies, was würdest du mir geben? Ja, klar. Das ist krass. Ja, das Frühstück war nicht schlecht, damit hast du Bonuspunkte. Gesamtpaket würde ich dir eine solide 8 geben, optisch leider nur eine 7,2. Aber mit dem Frühstück hast du halt ein paar Bonuspunkte bekommen. Siehst du so? Und dann sagen die, oh cool. Was kann ich verbessern? Fitnessstudio zweimal die Woche würde ich dir empfehlen. Mir fehlen die Worte. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich passe mich nur dem Instagram-Lifestyle an. Perfekt. So, ich habe Narcotics. Hier jetzt sind noch, läutet schon wieder in der Aufnahme. Das gibt's doch nicht. Hier sind noch Darts drin. Wie viel hast du? Im Moment. Furchtbar. Furchtbar. Krass, dass du immer so viele Escort-Damen und alles bekommst. Das schon, ist... Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja. Nee, ernsthaft, also seitdem hast du dich auch ein bisschen verändert. Ja, klar. Ja, früher warst du mal irgendwie anders drauf. Ja, aber wenn du dann, wenn ich dich zu irgendeinem richtig geilen Restaurant einlade und sage, und, wie war's? Dann sagst du ja auch, oh Mann, das war super lecker, ich hatte das beste Steak. Sehr, sehr gut. Ja, klar, aber ich habe das ja nicht permanent im Kopf. Ja, habe ich ja auch nicht. Ich habe ja auch keine Strichliste. Ja, sicher. Du hast so ein schwarzes Ich werde jetzt wieder als Monster dargestellt. Du hast doch davon angefangen. Du hast gesagt, du hast dieses schwarze Buch. Da hast du alle Namen drinnen, ein Rating. Ja, klar. Siehst du, so, das kannst du, ne? Dinge so verdrehen, dass du immer wie der alte, liebevolle Tatterkreis dastehst. Dass du, nee, ich bin unschuldig. Ich schieß mal drauf. Ich meine generell, wie kriegen wir denn hier raus? Pff, keine Ahnung. Das ist ja hier so voll abgekackt. Kuppel da. Wie lange schreibst du an dem schon? Vielleicht kann ich ihn hier hochziehen, weil hier oben wäre mal ein bisschen. Ist das der? Na ja, der hat. Alter, der fetzt ja richtig alles weg. Oh, es sind zwei von denen. Zum Henke? Ich will so einen haben. Was? Ich bin tot! What the? Klau meine Sachen, nimm meine Loot und flieg weg. Alter, was? Der hat mir. Mit seiner Gatling hat er mich weggefegt. Wow. Boah. Er dreht ja komplett durch. Was ist, wenn der Vogel jetzt stirbt? Dann sind wir eigentlich auch am Arsch, ne? Dann sind wir am Arsch. Bringen uns die Betten an? Nee, nicht so viel. Alter. Alter Vogel. Okay. Ja, leck mich am Arsch. Okay. Das ist ein Schuss. Oh nee, der Vogel greift ihn an. Hätte ich einmal angeguckt, ne? Nur mal angeguckt. Oh, holy shit. Ja, und ich bin auch tot. Nicht viel. Hab den Vogel.
Oh, er hat nichts. Oh Gott, oh Gott. Und er ist tot. Er hat ihn in der Luft weggeballert. Und ich bin auch tot. Alles klar. Nee. Er will Blut sehen. Oh mein Gott, wenn wir so einen haben, und dann werde ich diese Vögel alle mit dem Laser Gatling den so schießen. Dafür holst du nichts mehr den, anders ne? machen. Nur um Vögel. Vorher frage ich ihn noch, wo seine restlichen Freunde und Familie sind. Kranker Mensch. Ja, was? Bist du krank? Wie Kaiser Soße. Muss alles, die ganze Stammbaum muss vernichtet werden. Was ist passiert? Ich meine, ja, wo kommt dieser Hass her? Ja, wie, woher er herkommt? Ich meine, ist ja nicht Frage. Das erste Mal, solche Aussagen von dir zu hören. Eigentlich hört man das ständig. Alles muss vernichtet werden. Moment mal. Klingt irgendwie ungesund. Immer dieser Hass auf alles. Ja, aber wenn man Ruhe, dann aber was muss man halt für Ruhe sorgen. Ja, aber was mit der Liebe, Quantum? Ja, wie? Welche Liebe? Der Vogel gibt mir auch keine Liebe, nur Stress. Vielleicht rede doch mal mit ihm. Nein, das funktioniert nicht. Er spricht nicht meine Sprache. Woher weißt du das? Wie, woher ich das weiß? Hast du dich jemals bemüht, ordentlich mit ihm zu reden? Ja. Ich weiß nicht. Was sind von Anfang an verteufelt? Vielleicht ist er total der Nette. So. Die Grube. Wahrscheinlich wird er das in 0, nichts zerlegen, ja. Jetzt, wo fliegt denn der jetzt hin? Ich jag den jetzt, ja. Ich hab den jetzt gejagt, so. Er ist tot, dafür habe ich ein Level abbekommen. Gut. Wollen wir uns nicht einfach so... Guck mal, ich bin ja so jemand, ich mache mir meine Feinde... Und jetzt kack ihn aus. Ich will nochmal draufsteigen auf dich, kacke. Kranker Psycho. Was ist das denn jetzt hier für eine Ratte? Was ist das denn? Du hast eine Ratte. Na hier, greif mich doch irgend so ein Rattenvieh an. Was ist das? Du hast Halluzinationen. Hier, da, vor mir. Das ist der kleine Otter hier. Das ist ein Otter. Ja, aber der greift an, der muss weg. Ja, das war, ja. Das war ein Otter. Ja, was willst du mit dem machen? Der ist durchgedreht. Ja, was ist mit dem? Wieso? Psychopath. Wie kann denn der sich denken, ich greife mal diesen riesigen Vogel jetzt an, oder was? Ja, Hass einfach. Vielleicht wollte er einfach nicht mehr, weil er hatte das Leben satt, ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich verdiene ja nichts mit den YouTube-Klicks. Ich mache das einfach aus Spaß, weißt du? Okay, das hat nicht funktioniert, aber... Ja, er verdient ja damit nichts. Ja, ich steh. Ja, was denn? Ich verdiene auch nichts damit. Ja, aber das Ansehen, ja, weißt du? Jedes Video ist potenziell ein neuer Milliardär für den Stream. Ne, der irgendwann sagt, ach, guck mal, die verzweifelten kleinen Würmchen hier, die streamen anscheinend auch, da gehe ich mal rein und drop mal 10.000. Um zu sehen, wie sie sich winden. Und ich winde mich sehr gerne, also immer schön reintroppen, die 10.000. Wow. Gönner? Geld. Ja, Geld. Ach so. Geld, nicht Liebe. Ich kann nicht zum Vermieter hingehen und sagen, aber ich hab nicht. Naja, ja, okay, dann lass gut sein. Ich hab doch hier. Ich hab einen bekannten Taxifahrer, den habe ich über Taxifahren noch kennengelernt. Wenn ich dann mal irgendwie eine Fahrt brauche, kann ich ihn anrufen, macht mir dann einen guten Preis. Und der hat so einige Stories von jungen Mädels, die gesagt haben, ja du, ich habe jetzt irgendwie 20 zu wenig, ich lutsch dir einen oder ich hol dir einen runter und so. Also anscheinend kann man mit Liebe Menschen bezahlen. Das ist eine andere Art von Liebe. Ja, aber anscheinend... Ich möchte meinem Vermieter nicht einen runterholen, damit ich... Ja. Das war jetzt mal im Ernst. Ja, aber ist Liebe oder nicht? Ja, nun, naja, Liebe ist was anderes als Sex. Also auch Anführungszeichen seriöse Zeitungen sind auch furchtbar. Ja, mit und alle machen auch diese dämlichen Überschriften mit Mann öffnet Tür, dann passiert das. Oder Frau geht zum Arzt. Scheiße, oder Frau geht zum Arzt wegen einer Knieverletzung. Was dann passiert, schockiert sie für ein Leben. Und dann denkst du, okay, das muss jetzt irgendein so ein Schmierblatt sein. Aber nein, das ist nicht eine Bildzeitung oder sowas. Das sind mittlerweile relativ... Vor 5 Jahren, wo man noch gesagt hat, hey, das kann man noch als Zeitung gelten lassen. Das ist ja richtig, sie nehmen das alles als Clickbait, weil sie Klicks brauchen, um die Werbung zu finanzieren. Ja, ohne Humor, glaube ich, würde es dir in den meisten Fällen eh untergehen. So, hier sind Darts für dich drin, mein Freund. Was? 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 Ich bin mal runtergesprungen. Ich bin einfach hier neben runtergesprungen. Alter. Was ist denn das? Was habe ich denn hier für... Oh, bin ich aus God. Glas? Ja, bist du. Bin ja ein ganz empfindliches Baby. Ja, bist du. Oh mein Gott, ich dachte nicht, dass das so hoch wäre. Säbelzahntiger kommen aus Eier raus. Kannst du auch Babys machen? Mit dir? Ja, natürlich. Also, du trägst es aus. Und
wo kommt der dann raus? Wo ist denn der bei Arnold dann rausgekommen? Hat sich das jemals geklärt? Wahrscheinlich. Ja, Nahl halt. Ja, ja, wie denn sonst? Wo soll es denn sonst raus? Durch den Darm durch, das durch Baby? Den Darm, ja. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass es wohl auch die Möglichkeit gibt, dass Frauen über Analsex schwanger werden können. Und zwar kann es wohl zu Rissen oder Löchern entstehen, ja, zwischen der Darmhaut, und dann kann es irgendwie in die vaginale Region reinschwimmen. Können wir nicht wieder über Politik reden? Immer tolle Themen, oder? Bei uns lernt man halt was. Drück mal K und guck dich mal an. Alter! Jetzt eine Ego-Perspektive. Ey, das ist ja nice. Und ich geh mal kurz auf. Die Leute haben auch geschrieben, sehr unfreundlich stellenweise, ob wir komplett geisteskrank sind. Denn da vorne wäre ein T-Rex gewesen. Aber wir sind jetzt zu so blöd, einen T-Rex zu erkennen. Also ein Tech-T-Rex. Okay. Das der war nur komplett schwarz. Ja gut, das ist aber sehr freundlich, dass sie darauf hingewiesen haben, muss man auch sehr, sagen. Sehr bestimmt darauf hingewiesen. Förmlich? War es förmlich? Es war förmlich, ja. Sie haben geschrieben, seid ihr, werte Herren, total verblödet oder einfach nur blind? Da vorne war doch ein T-Rex, das Objekt eurer Begierde. Big Dislike. Big Dislike bekommen. Und Dis-Abo macht's besser. Wow. Oh mein Gott. Hast du dich schlecht gefühlt danach? Nö, eigentlich nicht. Wie fühlst du dich eigentlich, wenn jemand ein Dislike gibt? Bist du dann am Boden zerstört? Ja, klar. Über Likes würde ich mich mehr freuen. Also es tut dir ziemlich weh. Es tut immer noch ein bisschen weh, ja. Weil ich hänge da ja auch immer mit Herz und Seele an meinen Projekten. Ist so. Also ich bin immer noch jemand, ich muss sagen, mein Kanal wird immer noch mit Liebe betrieben. Nein, du lachst jetzt! Wie ist das so? Ich weiß nicht mehr. Dildo? Dildo-Beutel? Dildo-Beutel? Der Dildo-Beutel? Aus... Der war jetzt Herr der Ringe, oder? Ja, der war Herr der Ringe. Okay, okay, hab ich mal vergessen. Schmutzige Ringe sind das. Ganz schmutzige Ringe. Redest du von Cockrings? Sowas kennst du? Wow. Ich kenn sowas nicht. Also bitte verschmutze meine empfindliche Psyche nicht, ja? Okay, es tut mir leid, ich wollte nicht. Ich bin jung, unschuldig und unverdorben. Und überhaupt kein Lügner. Perfekter Politiker, sag ich doch. Es ist jetzt nichts, was ich... So, er ist drin, aber der fliegt ja eh wieder raus. Oh, der will mich ansaugen. Was macht denn der? Schaut den an. Wow. What the fuck? Den nennen wir auf jeden Fall Quantum. Der ist so ein bisschen wie du. Der blustert sich auf, macht die Backen dick, um einschüchtern zu wirken. Aber er saugt wie du. Wilde Valley? Was zur Hölle? Die Wilde Valley? Ja, ist noch, oder? Und du ballerst auf ihn drauf. Ich könnte ihn einfach hier festhalten. Er wird immer dicker. Was? Ja, was? Du, mit dir kann man auch nicht mehr normal reden, ne? Also dein Gehirn ist schon verdorben. Ich halte ihn fest und du bearbeitest ihn, okay? Und dann wird er immer dicker und größer. Ja. Wir sehen uns wieder. Lass eine Bewertung da für den neuen Valley Wellness Saurus Rex. Der schon mal extrem nice ist, den wir wahrscheinlich aber nie verwenden werden, oder? So, und vielleicht ist er für irgendwas... Ne, das ist aber nur eine Kampfmaschine, oder? Das ist eine Kampfmaschine, denke ich. Warte, hier ist ein Opfer. Der wird jetzt wahrscheinlich keine Bären pflücken, der Typ. Und tot. Alter. Hier ist so ein Vieh. Und tot. Ja, schon geil. Hast du einen Hund gerade besiegt? Ja. Also der ist Level 8. Haben wir irgendwas, was Richtiges? Er ist auch eigentlich ganz schnell und so. Kann springen. Ist schon sexy. Hier lebt ja nichts. Alles ist irgendwie ausgerottet. Früher war hier mal mehr los. Ja, jetzt. Heute haben wir hier alles unter Kontrolle. Und dann sind wir die Herrscher, die Könige. Also, Quantum, Frage an dich. Würdest du mit mir in den Skiurlaub gehen?
Nee. Und ins Warme und Kuscheln. Nee, auch nicht mit ins Warme und Kuscheln. Warum will das denn niemand? Was stimmt denn mit mir nicht? Ja, aber ich bin auch kein Freund vom Skifahren. Also das hat mir keinen Spaß gemacht damals. Würdest du gerne eine romantische Wes Anderson-Kulisse begutachten mit fantastischem Essen und einem unschlagbar guten Wellness-Angebot, wo die Promis normalerweise hingehen, um zu entspannen? Ja. Wer bezahlt das? Ich lade dich ein. Würdest du dann machen? Ich glaube dir kein Wort. Wenn ich dich einlade, würdest du es machen? Ich glaube dir kein Wort. Ich würde dir die 500 Euro geben. Wellness? Ich würde dich einladen, ja. Die Dame hat ja keine Lust. Ich habe auch gesagt, ja, dann frage ich Quantum. Naja, und die hat gesagt, mach doch. Ja, und dann klopfst du an in der Nacht und sagst, jetzt komm rüber ins Bett. Und ich sage, warum? Ja, weil ich bezahlt habe. Jetzt komm rüber, du Bitch. Ja, nichts ist umsonst, Quantum. Ja. Du kannst ruhig zugeben, dass du Lust hast. Das hört doch niemand. Nur wir beide hören das. Nun, Lust hätte ich schon. Ja, siehst du, also lass uns dann nach der Aufnahme nochmal drüber reden. Ich schicke dir dann auch die Infomaterialien, den Vertrag. Ja, genau, Vertrag noch machen. Also ich habe wirklich, die junge Dame hat gesagt, ich sollte dich fragen. Das ist jetzt Real Talk. Sie hat gesagt, ja, frag doch Quantum. Ich so, ja, mache ich auch. Du stehst jetzt da hinten rum, was machst du eigentlich genau jetzt gerade so? Was ist dein Plan? Ich habe Holz gehackt. Ich habe null Idee, was ich hier... Wo bin ich hier überhaupt? Du hast mir beigebracht, hey, wenn du gefrustriert bist, tupp dich aus. Bei kleinen Häschen in der Tierhandlung. What the fuck, na bitte. Das ist... Was soll man dazu sagen? Ist die Wahrheit. Ich wünschte, ich könnte... Weißt du, wenn es nach mir gehen würde, ich würde den ganzen Tag... Okay, wie viel Geld bekommst du? Nee, ja gar nichts. Das ist ja das Tolle daran. Dass wir dann alle bezahlt werden... Ja, weil die Entwickler wissen halt, ey, der dumme Kies, der macht so oder so. Weißt du? Guck dir den Depp an. Wir hätten ihm 5000 reingedrückt, aber er macht's ja so oder so. Ja, aber Ark ist für mich, also ich... Guck mal, mit dir spielen ist für mich eh das Schönste. Weißt du, ich würde dir bis ans Ende der Welt folgen. Wenn du sagen würdest, hey, morgen ans Ende der Welt, würde ich sagen, alles klar. Bin dabei. Mein Kapitän. Ja, der das Schiff in den Untergang. Wir sinken. Ja, mach doch mal. Ja, guck doch mal, was der kostet. Ich wette, wir können so einen herstellen. Da ist auch noch was drin hier. Oh mein Gott. Wir können bestimmt so was herstellen. So ein Industriequetscher. Ich stelle doch jetzt noch einen Mörti her. Nee, mach doch so ein Industrieding. Der geht ja, doch irgendwie mach alles doch tausendmal schneller. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ja, in Grindr oder wie der heißt. Alter! Ja, doch jetzt mal. Du bist YouTube-Resistent. Was bist du, Industriezerkleinerer, mein Freund? 2000 Kristalle. Ja, 3200 Barren. Haben wir doch. 600 Poly. Haben wir doch irgendwo. Oder 800 nicht? Zement. 600 Öl. Haben wir nicht. Haben wir nicht? Ich dachte, das wir hätten wir. Wir haben nix. Warum? Auf YouTube schreiben doch auch immer nur, mach mal. Wir brauchen 500 Poly. Und wir brauchen 1700 Kristalle. Ich hab 140, 50. Ja, das 70. Reicht rechnerisch nicht ganz. 81, aber fast. Leben love. Was? Weiß nicht, ist mir gerade eingefallen hier. Weil du an mich denkst. Uiuiui. Wieso kommst du? Dreht sich alles um dich. Ja, ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. Ja, wenn du das gerne so glaubst, dann nimm es und erfreue dich. Ich erfreue mich daran sehr. Ja, das ist ja schön. Ist doch schön, dass du es schaffst, einem Menschen Lächeln auf die Wangen zu zaubern. Das ist ja auch das Wichtigste im Leben. Otto, jetzt hat doch kein... Ja, weil hier drin hat ja nichts verloren. Warum? Alfred ist doch auch hier drin. Wer ist Alfred? Dein Nordhaar. Also, ich hab schon vergessen, wer das ist. Ja, in deinem Alter, kein Wunder. Wenn, dann wäre es eh direkt und ey, also ganz ehrlich, einige Leute schreiben sogar, Mann, dieser Keystroke, der vergöttert den Alten aber ganz schön. Ja, also sowas krieg ich als Kommentar. Das war mein zweiter Kahn. Sieht man das gleich dann? Ah ja, geht Zündpulver. Richtig, das ist jetzt einfach markiert. Ordnung, muss sein! Mhm. Ne? Alles klar. Was? Ja, das hast du in der Jugend halt gelernt, das ist noch drin, ich verstehe das schon. Wenn man die Zeit miterlebt hat, das bleibt hängen.
Killer-Machine. Ja, wie so ein... Killer-Machine. Das ist nicht das Ziel. Hey Baby, willst du mit mir schaffen? Jetzt hast du mich angesprochen damals. Und du hast gesagt, wow, sowas hat noch nie jemand gesagt. So widerlich dumm hat sich noch niemand angestellt. Der muss ja was drauf haben. Der muss ja eine Granate im Bett sein. Da kann man ja nur positiv überrascht werden. Das ist die Taktik, ja. Die Frauen sagen auch immer, naja, so schlecht war es auch nicht. Siehst du, und jump, bam, Erfolg. Und dann heulst du wieder abends, wenn die Einsamkeit kommt? Ja, nee, ja, dann mache ich's mir und dann bin ich... Gott, du bist ja wie ein Tier. Weißt du, was denn geht? Weißt du, ich denke eher an die soziale Komponente. Also, nee, das schaue ich einen Film an oder so. Das ist so traurig. Meine Güte, ist das traurig. Meine. Ja, wir wird überhaupt nicht... Ein bisschen schon, kein. Oder? Ein kleines nein. Bisschen. Ach, na, überhaupt musst nicht. Musst du mal so tun. Nein. Kannst du mal dazu stehen. Ja, ich hätte kein Problem damit, aber es ist definitiv nicht der Fall. Liegt's an mir oder ja, ist bei dir ja. Einfach alles schon? Nein, es liegt an dir. Wirklich, es liegt an mir? Definitiv an dir. Ja. Warum? Was stimmt mit mir nicht? Ich weiß nicht, so wie du das aussprichst und redest, das ist absolut abtörnend. Ja, findest du? Ja. Wenn ich so sag, Quantum. Ja, nee, das klingt so falsch, weißt du? Ja, findest du? Ja. Vielleicht, weil ich auch hier nur eine Rolle spiele, weil ich dafür bezahlt werde von Disney. Du bist bezahlt. Disney bezahlt, damit du gay bist. Ja, natürlich. Das ist natürlich. Niemals der Fall. Ich bin wie ein Jonas Brother. Ich bin wie so ein Jonas Brother. Das würde Disney niemals erlauben. Klar. Disney braucht so eine Quote für Homosexuelle. Ach. Und die erfülle ich. Ja, toll. Jetzt suhlt er sich in dem Drogenrausch so ein bisschen. So halt benommen. Hat sich noch da so eine T-Rex-Dame geklärt, habe ich gesehen. Der hat einen schönen Abend. Ach, da kommt noch eine Ameise. Ich bin gleich down. Oh, guck mal, jetzt, er verschwindet im Fels. Scheiß Ameise hier, geh mal ab. Er ist verschwunden, er ist in den Berg reingerannt. Oh nein, 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 ich sehe die, aber das sind mehrere Ameisen, ich bin tot. Du musst bei mir spawnen. Oh, ich kotze. Ist dein Loot hier oben oder ist der runtergefallen? What the fuck? Warte mal kurz, ich kenne mich überhaupt nicht. Ich stecke irgendwo fest, hier wackelt. Oh mein Gott, ich bin hinter dem... Ja, super, ich musste aus dem... Ich flippe aus! Ich steckte hinter dem Bett warte, fest. Warte, und spawn nochmal. Ich musste springen. Ich bin bei deinem Loot gelandet. Ich kann nicht mehr. Du! Das ist wirklich... God damn it. Also schlecht aussehen tut er garantiert schon mal nicht. Man kann ihn dann noch vom Bett hinwerfen vielleicht. Nein, 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 sowas machen wir nicht, nee. Der wird nicht verschandelt. Da Pink, bin ich absolut wer ist dagegen. Für Pink? Ja, dann ruft wieder jeder Pink. Ja, mach ihn hässlich, aber ich bin komplett dagegen. Also, wie Danny Jeston sagen würde, beschweren kann man sich da eher weniger. Hier drüben steht die. Nein, hier drüben steht sie rum und weint. Ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich wieder auf dem Server letzte Nacht. Nee. Das war ich nicht. Krank. Ja, er kann auch nur noch so Gedanken. Ich hab nur, siehst du, aber ich hab jetzt nur gesagt, du warst vielleicht auf dem Server letzte Nacht und das war alles. Jetzt ja, aber mit so einem, mit so einem gierigen, sapprigen Grinsen und so, weißt du? So richtig ekelhaft. Bah. Irgendwann hängt Olga hier von dem Baum runter, du. Muss einlaufen. Ich hab's jetzt erstmal schön hier zu Hause geparkt, damit es in Sicherheit ist. In der Nähe von deinem Bett. In der Nähe von deinem Bett. Komm schon, mach sie drauf. Ist sie sauer? Ja. Und sie ist sauer. Sie ist auf jeden Fall schnell. Oh Gott! Oh. Sie hat mich runter. Kann ich die packen? Ich bring dich zu deinem Loot. Bist du schon gespawnt? Ja, ja. Oh nein! Was? Ich bin gerade Alter, ich sehe so, wie du aufstehst. Jetzt wärst du aus Eis. Ich weiß gar nicht, wo deine Leiche liegt. Guck mal, es regnet Dinos. Siehst du es hier? Zack. Das ist eine ganz böse Ecke hier. Ja, aber eine Ameise genau, das Zigfache ihres eigenen Gewichts tragen. Ja, aber eine Ameise, das ist ja auch wieder was ganz, ganz anderes. In so einer Dimension, in eine Riesenameise könnt's vielleicht nicht. Spider-Man kann's. Aber in als würde man sich mit einem Sechsjährigen unterhalten. Ja, aber Spider-Man existiert hier drin nicht.
Falls dir noch nicht aufgefallen ist. Das heißt nichts, das ist hässlich. Hier, aber hier ist doch auch gerade. Voll hässlich. Oh mein Gott. Hier ist voll hässlich. Diva. Willst du also wirklich an diesem Rotsee da unten bauen? Nein, jetzt will ich nicht. Nein, jetzt will ich nicht. Weil da piepst die ganze Zeit. Ja, dieses Ding nervt mich auch. Das ist auch scheiße. Wo denn dann? Ist denn das hier? Ja, flieg mal weiter noch. Okay, aber hier sind überall Killerdrachen. Ja, und dann kommen riesige. Kann ja nicht gleich das Erstbeste nehmen, aber wir schauen hier. Oder Killerdrachen? Was ist das jetzt? Bei mir singt eine Frau. Was? Ja, so. Ja, genau. Ja, im Ernst? Ja, sicher. Glaubst du, das ist in meinem Kopf? Glaubst du, ich bild mir das alles ein? Ja, das glaube ich. Das ist ja nur Lärm hier, Alter. Ein Labor. Wir besitzen ein Labor. Ein Labor. Viagra herstellen. Viagra herstellen. Hier habe ich eine Tür an der Seite gebaut, da kannst du dann raus. Ne? Also perfekte Falle. Meisterlich. Twitch ist durchgedreht, gesagt, wow, sowas Schönes. Okay, das glaube ich ist es. Noch, die Leute haben gesagt, hey, seitdem Quantum raus ist, läuft es ja richtig gut. Wow, so, ja? Wirklich? Ja, ja, ich kann auch gehen. Ich so, kann auch gehen. Wie produktiv Kies ist ohne Quantum. Ey. Wie fachmännisch und alles. Also die Leute waren total begeistert. Ja, du, okay, dann. Aber das Problem ist. Das ist meine letzte Folge jetzt. Ja, gut. Ja, ich meine, was. Okay. Kann das bitte mit weniger Quantum sein? Wieso bist du in einem Bunker? Naja, wenn wir oben Bunker drauf bauen. Erinnert dich das an früher oder was? Da, ja, es erinnert mich an früher. Ja, als ich noch im Bunker war. Ja, ich weiß ja nicht, anscheinend. Da habe ich. Ich bin nicht so alt wie du. Du hast die dich Zyan- versteckt damals vor den. Nee, du hast ja die Cyan-Kali-Kapsel gar nicht. Hast du nur so getan? So. Oh, Mund auf. War die lecker. Ja, ich bin da mal sterben da drüben auf dem Klo. Du dann bist ja, abgehauen. Du hast alles unter Kontrolle. Keine Ahnung. Greift er dich an? Der hat mich gerade angespritzt. Ja. Ja, was ist mit seinem. Ja, er steht bei uns drauf. Oh mein Gott. What the fuck, man? Ja, leicht wird es nicht, so ein Vieh zu fangen und die Kinder wollen es sehen. Ja, mach mal jetzt den Drachen, mach mal mach mehr. Mach mal schnell mehr, wir wollen ihn sehen. Und seid dabei lustig, ihr habt viel zu wenig Pipi. Hallo, die Folge geht 20 Minuten, ihr habt noch keinen Drachen, ihr seid nur einmal gestorben jetzt, hallo. Warum höre ich nicht Pipi und Kaka die ganze Zeit? Warte, okay, Penis. Vagina, nee, Vagina, das mag niemand, ne? Penis. Die Kids mögen nur Penis. Die mögen echt nur Penis aus dem. Es schreibt Grund. Immer nur jemand, immer nur Penis. Ja, niemand schreibt nur Vagina. Nein. Es ist. Ich meine, ich habe nichts. Hey, ich verurteile niemanden, jeder wie er mag. Ist ja, aber Problem. Ist halt so, ja. Aber wir leben in einer sehr penisbezogenen Gesellschaft. Absolut. Guck mal, da oben hängt ein Drache in der Luft, der bewegt sich nicht. Ja klar, wozu haben wir das dann gebaut jetzt? Wenn so ein Volltrottel jetzt hier in der Luft hängt. Der kommt nicht mehr runter, aber das ist nur Level 24. Also den wollen wir eigentlich gar nicht. Ja, deswegen ist er da oben. Ja, ja. Genau deswegen. Oh mein Gott. Das passiert, wenn man Mammuts freie Liebe erlaubt. Das sind wie Ratten, deswegen mussten die auch von der Erde verschwinden. Jetzt verstehe ich das. Die Natur hat sich dabei schon was gedacht, dass sie ausgestorben sind. Der andere ist bei mir hier. Hat er mich fokussiert? Nee. Der ist Level 16. Der hier. Achso, der ist Level 16, die geht dann weg. Nee, das B-Ware. Ist. Hier ist unser 232er, der hier. Der schmeckt. Ja, dann schieß mal drauf. Spring mal runter und schieß mal drauf. Okay, der Level 16. Oh, ist tot. Der ist tot. Was? Was? Hä? Wie hab ich bist mich runtergefallen. Denn jetzt getötet? Bist runtergefallen. Ist ein Stein? Anscheinend reicht das. Oh, das anscheinend. Ist gerade in der Luft was angegriffen. Aber nicht hier. Er ignoriert mich komplett. Vielleicht bin ich mit irgendwas eingecremt, was er nicht mag. Hast du dich geduscht? Drachenjerk oder sowas habe ich an mir kleben. Was riecht das Weibchen? Naja. Wie kommst du zu dem Drachenjerk eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ich ja, aha. War ja, da in so einer Rangelei, es war halt ein Gemenge. Mhm. Irgendwie bin ich dann ausgerutscht auf so einer klebrigen Ektoplasma-Substanz und ja. Ich komm nicht weg. Hä, was ist jetzt denn? Ich häng hier. Hallo, bin ich noch da? Bin ich noch im Spiel? Was? Ja, guck mal, hallo? Ich glitsch hier voll rum. Ich komm von dem Stein nicht weg. Siehst du das?
Ja. Oh, meine Fresse! Gibt's doch nicht! Bei mir zerreicht das ganze Spiel gerade. Ich warte jetzt nur drauf, dass andere Viecher kommen. Voll gedröhnt mit Kokain. Bis zum Anschlag. Schneedrachen, jetzt verstehe ich das. Jetzt ist ja kein Schnee, meinst du? Nee, nee, so wie die unterwegs sind, garantiert nicht. Götterkoks liegt hier überall. Nee, nee. Ich kann's nicht sehen, weil. Der, aber er muss. Ja, er ist. Der ist der Große hier, der noch durchhält. Aber ich muss für meine YouTube-Aufnahmen den besseren Level als bessere Level haben. Es geht nach Abos. Mehr Likes. Es geht nach Abos. Es wow. geht immer nach Abos, ja doch. Es geht immer nach Abos. Also du meinst, du kannst es dir nicht leisten, ein niedrigeres Level zu nehmen? Die spucken doch auf mich, Mann. Du meinst, sie verachten dich, dann ist dein Image weg. Ja klar, es geht immer nach Abos. Das kann ich mir nicht leisten. Die Schande. Gekochtes Lamm, essen die das? Haben die da Bock drauf? Ich weiß nicht, was die essen. Ja, Prime. Meine Nerven? Deine, ja. Die ernähren sich von... Tränen, oh, Tränen lecken dein Gesicht ab. Leid und Elend. Ich habe mal letztens in so einer Frauenzeitschrift gelesen, dass man das halt ganz gut mit Zahnbürsten... In einer Frauenzeitschrift hast du ja, das gelesen? Ja, ich sitze ja immer beim Chiropraktiker und da ist mir langweilig. Da gibt es irgendwie nur Frauenzeitschriften. Und da hieß es, man soll es mit einer Banane machen, aber man soll sich auf den Rücken legen. Ich glaube, es war die Brigitte sogar, irgend so eine harmlose Zeitschrift. Aber stand drin, man soll sich auf den Rücken legen und halt langsam die Banane immer ein Stück weiter reinrutschen lassen. Und das würde halt dem Mann besonders schönes Vergnügen geben, denn der Mann hat das Bedürfnis, so tief wie möglich mit seinem Glied wow, in den okay, Hals der Frau einzudringen. Toll, okay. Ja, das Frauen wollen sowas, die sind richtig stolz drauf, wenn sie das können. Guck mal! Oh, oh. Was ist das? What the fuck ist jetzt hier los? Alter. Jesus Christ! Ja, was ist ja so? Ja, so kommt Disney nichts mehr mit Product Placement hier. Scheiß auf... Nee, nee. Was? Mr. Maus, Entschuldigung. Nee. Überleg dir gut, was du sagst. Ja gut, ich bin sowieso nur Streamer eigentlich. Okay. Was? Aber das YouTube-Schloss. Das musste ich verkaufen. Ausgestoßen. Oh, ich werd gekillt. Ja, ein Eisdrache greift dich an. Aber die greifen doch normalerweise keine Spieler an. Nee, jetzt greifen sie uns an. Oh mein Gott. So, ich bin raus aus der Kuppel. Was? Ja. Butter auf dem Brot ist eng. Also. Du hast Butter? Wahnsinn. Ich kann mich nur erinnern an ein salziges Buttergespräch. Oh, lange ist her, geil, wo ich das mal salzige hatte. Butter ist gut, oder? Ja, ja. Ist schon lange wieder her. Musste ich wieder. Ich mach mein Brot einfach nur noch nass, damit es besser rutscht, weißt du? Mir ist nicht drin. Ich hab nur nass gemacht. Und ein Leitungswasser halt, ja. Ja, schön wär's. Ich fang... Du hast kein Leitungswasser. Nee, ich fang Regen ab. In den Töpfen und Regen. Ja. So wie in der Apokalypse. Filmen. Ja, ja. Ist für mich ne... Aber für mich wie machst halt... du das? Hältst du die Hand aus dem Fenster? Weil Balkon sowas habe ich nicht. Nee, nee. Ich stell das halt so überall auf, wo ich halt kann. Ich hab da so meine... Orte, weißt du? Da klepper ich die ab. Für mich ist das Leben postapokalyptisches Abenteuer. Ja, manchmal muss er ja in die Kloschüssel halt reintun. Fallout Real Life. Was ist denn heute mit der Magie los? Ich weiß die nicht, ganze heute Zeit. Es ist magisch. Magisch. Ja, ich, seitdem ich da hier dieses komische Backpulver von dem alten Zauberer in der was? Seitengasse da gekauft habe, geht's mir irgendwie ganz anders. Ich mach Foundations, was machst du? Ja, eigentlich auch, ne? Okay, der Wahnsinn setzt rein. Nice. Ja, bei dem Spiel? Wow, was sagen deine Ex dazu? Das ist die schönste Erfahrung jetzt. Die sind wahrscheinlich jetzt sehr, sehr verstört und traurig. Das kann ich mir auch anhören. Die schauen nämlich meine Let's Play. Was hast du denn wieder über mich gesagt? Ich meinte nicht dich, ich meinte neben dir. Also, du bist die bessere Erfahrung, dann kommt Ark, Baby, ne? Ja. Du bist die Nummer 1, Süße. Habt ihr gleich gesagt, die Eulenkotze ist für irgendwas gut. So viele? Ja, du bei uns. Die ganze, das ist eine richtige Liegewiese. Ja, ist doch voll geil. Können wir richtig schön tollen.
Hast du so ein riesiges XXL King-Size-Bett? Nee. Eine Matratze? Nee, ich hab mittlerweile ein richtiges Bett. Was? Ja. Wann hast du das geholt? Nein, für die Ladies schon. Oder wie? Nee, du... Nee. Hast du es liefern lassen oder bist du richtig raus so und hast du angeguckt und... Oder hast du gesagt, ja, irgendwas aus dem Internet? Nee, ich habe mir schon was angeguckt, aber natürlich habe ich es mir liefern lassen. Ah ja, so ein richtiges schickes Bett hast du mittlerweile. Nee, ich habe ein Boxspring-Bett, habe ich. Alter, und ich schlafe auf alten Zeitungen, also. Das ist so... Du Lügner! Ja, und jetzt... Aber vorher hatte ich lange nichts, ja, ich habe lange gespart drauf. Das ist traurig. Ja, das ist so traurig. Was soll ich machen? So ist mein Leben. Was haben deine Verflossenen dazu gesagt? Haben die nicht gesagt, ey? Ich hab Kontakt mit Verflossenen, die können wir mal. Nee, aber ich meine danach so. Nee, also davor meine ich, als du noch in deiner Crackhöhle halt gewohnt hast. Ja, die haben halt. Schockiert geguckt oder wie? Und haben nee, gedacht. Die sind halt aufgestanden und dann haben sie mich mit Reichen betrogen. Ja, stimmt. Oder sie aus Mitleid wieder zurück. Und ja gut, die eine Nacht schaffe ich noch. Hat mal eine gesagt, ja komm, wo wohnst du wirklich? Jetzt ist gut. So lebt doch niemand. Was kannst du mir alles bieten? Schau dich um, Baby. Leg dich auch nicht auf den Zeitungsteil, den habe ich schon. Den habe ich noch nicht gelesen. Ja. Ja, das ist eine wahre Geschichte. Der ist von 1972, warum ist das so eine alte Zeit? Ja, das sind wahre Geschichten. Weißt du, wir lachen darüber, aber eigentlich ist sie sehr traurig. Ganze du hast damit angefangen, ich bin noch mit dem Flow mitgegangen, okay? So, ich wette, jetzt gibt's ganz viele Spenden im nächsten Stream. Link in der Beschreibung. Gespendet mal. Der arme Mann. Aber Heizung hast du schon, oder? Benutze ich aber nicht. Weil es so warm ist. Oder reicht's Geld nicht? Ich spar. Ja, man kann sich auch dick anziehen, ne? Das stimmt nicht. Ja, mache ich auch. Können wir jetzt so dieses komische Vieh da holen? Ja. Ich glaube, das will nicht mehr zu uns. Also, ich glaube nicht, dass das Lust hat. Der will haben, dass ich sie in den Mund speie, das kriege ich aber nicht hast hin. Hast du nach der Folge noch Lust auf Sex dann? Ja, klar, es geht ja. Immer noch. Ja, das mit dem dir, Gebirg immer, mit dir. Ja, das wiederholst du dauernd. Denkst du dann an Arg, wenn... Nee. Aber würgen mag doch jeder, das ist doch jetzt was echt ist, jetzt mal jetzt im Ernst. Schon wieder. Ja, du also, fängst doch immer da an. Na, du, ja, weil das jetzt ist ein Fetisch. Ja, ich geb's zu, ich finde es nice, wenn Frauen würgen. Das ist ekelhaft. Findest du? Nee, aber... Ja, ich bin halt. Hallo an alle Frauen, die jetzt gerade zugucken. Ein paar kennen mich ja. Ich weiß, dass eine ganz besondere Person jetzt gerade zuguckt und die weiß, dass ich das mag. Also nicht, wenn die jetzt da keine Luft kriegen, aber so ein bisschen halt so. Also ich rede nicht von dem Penis Moment, im Mund. Ich glaube, wir reden auch von unterschiedlichen. Du sondern redest ich mein, jetzt von. Ich nehme meine Hand und würge sie, ja. Ach so. Okay. Finde ich jetzt nicht verwerflich. Also gibt schlimmere Sachen. Oder? Ja, als hättest du noch nie eine Frau gewürgt. Ja, das klingt jetzt komisch, aber doch, ja. Ja, aber also. Meine, ja, aber... Warum werde ich jetzt hier so verurteilt? Weil hier Kinder zusehen und die haben vielleicht absolut keine Ahnung, was hier reden und das könnte sie verstören. Du darfst es nur nicht übertreiben. Aber so ein ganz kleines bisschen muss es sein, weil sonst fressen dich Frauen auf. Wenn du zu nett bist, fressen die dich. Jetzt gucken hier ganz viele 14-jährige Boys zu und nehmen sich das als Beispiel und gehen hin und sagen, hey, Mama, Baby, Süße. Ne? Mama, Baby? Hey, zu ihrer Mutter, weißt du? So. Hey, Baby. Hey, Baby. Pack das mal in meinen Schulranzen, Baby. Und mach mir noch eine Monteschnitte rein, weißt du? Hey, Baby, wo ist mein Nutellbrot? Ja, Jugend wieder versaut. Gachi, du bist nützlich, du darfst bleiben. Du wirst nicht erschossen vom Quantum. Das beste Vieh bis jetzt. Alt und verwirrt. Was denn? Opa Quenny mal wieder vom Altersheim abholen. Dass die Frauen so auf dich abfahren. Was? Welche? Wo sind denn Frauen? Ja, überall. In deinem Chat wird man ja regelrecht zerkratzt, wenn man da sagt, ich bin eine Frau und mag Quantum. Ja, ich war zuerst da.
Das stimmt erstens überhaupt nicht. Ich habe das von direkten Quellen aus meinem Chat. Ich krieg dein Chat. Da, nee, ich krieg die drehen ja sowieso durch, ja, wenn eine Frau irgendwo ist. Nee, nee, bei mir kommen Frauen und sagen, du Kies, ja, oh, jetzt kommt wieder was. Du bist doch gut mit Quantum. Ich so, ja. Und dann heißt es so, ja, kannst du mal mit ihm reden? Wie kann ich mich denn auf ihn aufmerksam machen? Das kriege ich wirklich mehrmals die Woche. Da sage ich, keine Ahnung. Ja, ja. Die ist ja dein größter Fan. Die hat ja einen Altar für dich errichtet. Und fragt mich immer, wo kriege ich denn, kannst du denn nicht an Haare rankommen und schuppen? Ja, es gibt Grenzen, Freunde. Ja, okay? Aber so Grenzen sind die drauf. Kies, du berührst sie doch ab und zu. Kannst du nicht versuchen, ein bisschen Schuppen abzureiben und ein paar Haare zu klauen? Ja, aber hier muss man auf jeden Fall irgendwas reinstecken. Ah! Nein, Quantum! Ich bin blind. Nimm den Vogel mit! Nimm den Vogel mit! Ich versuch's, aber er reagiert nicht! Oder wir nehmen Raketenwerfer. Oder wir nehmen den Vogel mit einer Gatling oben drauf und du ballerst alles weg. Jetzt weißt du auch, wo die ganzen Viecher in dem Biom sind. Das ist nämlich alle genau hier unten. Die sind alle hier drin. Und 15 Millionen Schuss dafür. DC. Gut, Baby. Dann. Babe, lass ein Like da. Baby, lass ein Like da. Du weißt, was wir wollen, ne? Dann kuscheln wir. Ich kann auch anders, ich kann auch sensibel sein. Ich bin sehr sensibel. Findest du? Ja, schon. Das habe ich mir beinahe gedacht. Denkst du, ich bin sensibel? Ja, klar. Echt, denkst du? Ja, denke ich schon. Ich denke, du bist sehr sensibel. Das ist halt alles so eine Ding, um davon abzulenken, weißt du? Ah, das denkst du, das ist so mein Panzer. Ja, ja, klar. So ein bisschen auf Macho machen, aber in Wirklichkeit breche ich sofort ein bei jedem Problem. Okay, wir sind also zwei Sensibelchen, die nach Liebe suchen. Gut. Er rennt straight wieder zu unserer Basis hin. Sag ihm, das ist besetzt, das Haus. Ja, hab ich. Ich hab ein Schild. Es geht draußen. Wir kaufen nichts. Wir kaufen nichts besetzt. Aber er will uns unbedingt einen Wachturm zustecken, hat er gesagt. Keine Werbung. No, nee. Einer von denen. Ja. Er hat gesagt, nur mal reinschnuppern. Das ist ein Spezialist nur für YouTube-Kommentare. Ja, YouTube-Arzt, genau, ja. Ja, Kelly geht dahin. Hat nichts gebracht, oder? Nee. Sie hat sich der Behandlung zu sehr verweigert. War nicht open genug. Okay, du bist bei 5,5 von 124.000. Ja gut, so viele Pfeile haben wir gar nicht. Ich hab jetzt 50 verschossen. Ich hab 100... 1874! Alles klar! Damage. Alles klar! Und ich hab keinen Vogel! What the fuck was that? Was war das? Warte mal! Das war witzig. Er ist auch hier durchgebackt. Ich wollte ihn eigentlich, das ist ja relativ geschlossen da unten, ich wollte ihn... Hat er jetzt in einem Streich uns beide? Ja. Nein! Hier ist ein Giganto am Haus! Nein! Oh meine... Ich komme, ich habe mich umgebracht. Ja. Wer macht... Schafft der Gacha ihn? Passiv? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, sind die zu Hause, hat er sich gewehrt? Ich spawne. Ich hoffe nicht, dass der... Oh mein Gott. Natürlich ist er einer vor unserem Haus jetzt. Der weiß das, was wir mit dem da oben machen. Na klar weiß er das. Ich kann nirgendwo spawnen. Wo ist Gachi? Da müssen auch noch Betten sein. Ich... Wir spawnen bei Bett. Gachi! Oh mein Gott! Gachi ist so gut wie tot. Gachi hat nichts mehr. Ich bin nur gespawnt und wurde durch das Haus durchgenudelt. Gachi ist tot, ich bin tot. Oh mein Gott. Ich hab mal die Spawnrate erhöht. Ja, nur für die Giganotto, damit da mal ein bisschen was ist. Ja, ist ja auch jetzt was ein bisschen. Ich hab's für dich getan, Spatz. Für mich? Für deine Liebe. Ich scheiß auf den Giganto. Aber wir brauchen ihn für die Höhlen, haben die Leute gesagt, weil wir... Ich nein, gar nichts. Wir müssen... Ich will in meinem Haus leben und brauche keine Höhlen, verstehst du? Ja, ne, war eine tolle Folge. Zuerst habe ich draufgeschossen 10 Minuten und dann wurde ich zweimal hintereinander gekillt. Das ist arg. Kann ich ja nichts dafür.
10 Waffen und 5000 Pfeile in der nächsten Folge. Seid ihr gehypt, auf einem Giganotosaurus zu reiten? Ich bin's, Titanenschlägerei. Du bist so ein... Ich sag, ich mach Werbung. Warst du früher auf den Jahrmarkt oder so? Gewinne, 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 Preise, Preise, Preise. Hey, sieh da, sieh, junger Mann mit der Freundin. Na, wollen Sie ein echter Mann sein? Dann schießt du doch mal hier drüben. Ja, so habe ich damals mein Geld verdient. Ich hatte aber einen netten deswegen kleinen... so gut. Ja, lügen. Ich hatte... Als müsste man auf einem Jahrmarkt lügen. Was? Ich hatte auch nicht vorlügen hier. Ich hatte damals einen sympathischen Affenbutler. Ja, also das, von dem hättest du viel lernen können, vom kleinen Bobo. Alles klar. Das war ein toller. Komm, ein bisschen Freude macht dir das Ganze schon, oder? Nein, kein Bitten, nicht die Spur. Du findest ihn aber schon irgendwie süß. Nein, auch nicht. Ein bisschen butzig, den kleinen Giganotor. Nein, überhaupt nicht. Nicht immer ansatzweise. Und wie nennst du ihn? Schnurzelchen oder Butzi? Blödes Arschloch. Ja, aber das wäre zu passend. Wie wär's mit Butzi? Wäre das die Abkürzung? Oder wie wär's mit Nervenzusammenbruchli? Ja. Ach, die Arg-Profis sagen dann, nein, den musst du mühevoll in Schichtsystem. In dem Schicht. Da gibt's eine Arbeit. Warum schweben die denn? Siehst du es auch? Ja, der ist. Die haben neue Fähigkeiten. Guck mal, der eine untert wirklich irgendwie da so Nebel im Gesicht. Bisschen heilen. Abkühlen. Ja, aber du stehst. Achtung, da kommen. Was? Viecher. Ich bin rausgeflogen. Wie aus dem Spiel? Verbindung unterbrochen. Was? What the fuck? What the fuck? What? What? No! Komplettes no, Spiel what? Oder nur im Menü? Ich bin jetzt im Menü, Moment. What? Oh mein. Was? Ja, wirst du. Oh mein. Die kommen ja schon zu mir hin. Was ist denn da drin? Willst du mich verarschen? What the fuck? Okay, Rückzug, Rückzug. Oh man. Da kannst du nicht mal kurz reinschauen. Was, Raptor Klaus? Ja, der fliegt oben am Himmel entlang und droppt Geschenke. Guter. Ganz guter. Okay. Raptor Klaus. Glaubst du nicht an Raptor Klaus? Boah, die Höhle wird ein... Ja klar gab's den. Raptor Klaus. 100%. Ja, natürlich. Was glaubst du, Weihnachten? Bist du glaubst du, Weihnachten haben die Dinos nicht gefeiert? Ich glaube, du verwechselst das mit der Serie. Was? Das war keine Dokumentation? Das war keine Dokumentation, Keith. Ich dachte, das wäre echt. Nicht die Mama oder wir. Nein. Ich dachte, das wäre echt. Alter, ich hasse das hier umzudrehen. Geh rück. Okay. Piep, 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 piep. Krieg's nicht hin. Ich steck im Fels irgendwie immer so halb. Ja, und ich steck in dir. Das tust du doch immer. Jetzt häng ich hier. Warte mal, lass mich erstmal raus. Ja, geh raus. Du steckst doch immer in mir. Ist jetzt nichts Neues unbedingt. Ich mach an dem keinen Schaden. What? Oh shit, ja, wenn die mich treffen. Was? Ich bin runter. Der hat mich runtergespuckt. Pfeif den Vogel und geh weg. Pfeif den Vogel und geh weg. Und guck, dass du rauskommst. Oh mein Gott, ich komm zur Basis. Ich komm zur Basis. Ich hab deinen Vogel. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What is happening? Es ist eine Menge happening. Oh mein Gott. Stuff happening. Nee. Nee. Kann man auf den reiten? Braucht man einen Sattel? Ach von der Schwarz. Ah! Oh! Okay. Bist du tot? Ja. Er hat mich vom Ding runtergeschmissen. Du bist Ziel eines Schwarms. Und dann kommt immer dieses, du bist Ziel eines Schwarms. Das sind halt diese Motten, die da mit ihm rumfliegen. Und ja, die haben dich eben gerade... Ja, hat mich runtergeschossen. Ich lande im Wasser, ich versuch's zumindest und... Nee, hab's nicht überlebt. Ich werf jetzt gleich einen Meisterball drauf und schau, was passiert. Ja. Wenn er jetzt drin ist... Wer ist das Witzigste überhaupt? Achtung! Ich hab ihn gefangen! Ich hab ihn gefangen! Ich hab ihn gefangen mit einem fucking Meisterball! Ich hab ihn Was zur Hölle? Nein! 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 Was? Nein! Das wolltest ich du doch, oder nicht? Ja, aber ich hab doch nicht gedacht, dass es funktioniert! What the fuck? Ja, was? Wie? Ja, das war doch der Plan!
Ich werf mal den Meisterball, Achtung. Der fliegt weit. Was ist das? Was? Wow. Nein! Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Niemals. Wie viel Leben muss hat er ja, denn? Es muss ja gehen. Ja, aber wie viel Leben? Ah, warte, ich fall runter. Was ist denn? Ich fall runter. Ich bin RIP. Ich bin RIP. I don't know, I see nothing. Aber es muss irgendwo am Rand des Bioms sein. Es ist finster. Das fuckt halt ab. Aber da hinten könnte was sein. Abgefuckt. Wo ist die Scheißhöhle? Ich weiß es nicht. Aber die Kinder wollen was sehen. Ja, dann mach doch mal. Sonst gibt's Schläge ins Gesicht. Und ein Big, Big Dislike. Von Patrick Sören, 9 Jahre alt. Wahrscheinlich ist die so ein kleiner Spalt. Und weil es zu dunkel ist, sehen wir es nicht. Weil's, oh, da oben ist Raptor Klaus, ich sehe ihn. Mit, auf seinem Schlitten. Mit seinen was? Rentieren. Ah ja, Geschenke. Yay. No. Ja doch. No. Ja doch. Nee. Miau. Oh Gott. Ich hab den Klopfenbrecher an und Brief von uns ein. Also, du lebst den Traum. Okay, ich hab gelogen. Wie jetzt gelogen? Ich hab keine Bilder. Und deine eigene Bäckerei, hast du die wenigstens? Ja, aber ich auch nicht. Hast du wenigstens einen Backofen? Ich hab nicht mal einen Backofen, nee, hab ich gar nicht. Eine Mikrowelle aber schon, oder? Muss ich mal alle bezahlen, ich sag das nur im Internet, dass das hast du eine Feuerstelle wenigstens? Ich hab mein Feuerzeug gefunden auf der Straße und damit habe ich mir meine Suppe aufgewärmt. Weißt du, das ist traurig, aber wahr. Wir müssen jetzt das Artefakt holen. Wir waren ja letztes Mal direkt vorm Artefakt, aber dann hast du diese tolle Idee gehabt, abzusteigen und warst halt direkt durch. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Ja, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf dich zeigen. Will ich wirklich. Ja, das machst du immer. Nee. Machst du also immer. Ich mache andere Dinge mit meinem Finger an dir, aber nicht zeigen. Wieso bist du wieder so übersexuell heute? Hast du noch nichts erledigt oder nee, so? Nee, nee. Haben wir nicht gesagt, vor den Aufnahmen immer einen schütteln? Ich habe aber nicht diesen Luxus. Das ist wie von einem Date. Ich kann mir nicht mal schütteln leisten. Ja. Kannst du nicht deine Hand dazu überreden? Oder? Nein. Die will auch schon Geld? Ja, ja. Die will gefüttert werden, ja. Die will auch was sehen. Aber 2019 haben wir ja gesagt, wird unser Mega-Jahr, ne? Ja. Unser 2019 will ich den Strand haben. Also 2019 wandern bis, wir aus. Bis Ende, das ist der Plan. Wenn das nicht ist, dann... Ich nehme dich bei Wort. Ja, ne. Auch wenn wir nur irgendwie in einer Pappschachtel ja, das macht in Spanien am Strand. Das reicht doch. Ist eine Steigerung zu jetzt, ne? Das ist, ja. Internet in der Pappschachtel und passt. Bist du da? Ja, über dir, wie immer. Und? Ja, und zu mir was sagen, aber die ganze Zeit horny. Ich bin die überhaupt. Um ehrlich zu sein, ich bin überhaupt nicht horny gerade. Ja, weil, also nicht weil, du ansatzweise. Weil du bedient bist, weil heute. Ja, überhaupt schon, nicht. Ich hab den ganzen Tag noch gar nichts. Miranda hat ja schon. Nur zum Pieseln benutzt und sonst nichts. Im Sitzen, oder? Eigentlich so wie die letzten Jahre, aber. Im Sitzen, aber du bist so jemand, der setzt sich hin. Ich setz mich hin, ja. Du bist kultiviert und zivilisiert. Nee, ist aber zu anstrengend im Stehen. Echt? Findest du, was daran anstrengend? Weil es schwindelig und so. Weil es so hoch ist, oder wie? Höhenflug, oder wie soll ich das verstehen? Du bist ja deinen eigenen Arzt, ne? Ja. Ich habe meinen eigenen Arzt. Der hat seine Zulassung verloren und lebt auch mit mir unter der Brücke. Ist ein netter Typ. Ja. Ja. Ich habe nicht den Luxus, den du gelebt hast. Was gab es eigentlich so als Weihnachtsessen? Gab es wenigstens Ente? Weihnachtsessen? Gab es keine Ente? Ich habe Ente gehabt sogar. Was habe ich denn gegessen? Habe ich eine Pizza oder was? Oh, boah. mit Ente drauf als Belag. Und hoch. Hast du es, ja? I did it! Boah! Gibt's hier einen kleinen Applaus? Okay, danke schön.
Yes, und jetzt müssen wir rüber zur Plattform. Sag, wir bei der letzten YouPorn-Session. Mhm. Da haben auch alle gejubelt. Also, ne, das mal. Okay. Naja, halb ist noch nicht ganz, aber... Ja, okay, nicht ganz, aber... Ich meine, schön, dass er jetzt nichts mehr tut und man ist auch irgendwie... Ja, gut gecheatet, Strange. Quantum, hast du gut gemacht. Ich hab so gar nichts gemacht. Nee, finde ich toll, diesen... Wie hast du ihn genannt? Frozen Hack? Was? Warum bewegt er sich denn jetzt nicht? Gut. Der hat aufgegeben. Der hat aufgegeben, ja. Was, aber das ist jetzt... Aber warum denn jetzt? Das ich ist weiß echt es ein bisschen nicht. Blöd. Ich Hallo? Weiß es nicht. Jetzt werde ich doch. Was haben wir die ganzen Upgrades hier geholt, Mann? Wenn du jetzt noch rumstehst, musst du mich verarschen. Er ist emotional eingebrochen. Vielleicht kann ich ihn irgendwie weglocken, aber ich weiß gar nicht, wo er genau hängt. Der steckt jetzt irgendwo fest, der Volltrottel. Raptor Klaus, rette uns. Ich glaube an Weihnachten. Okay, ich esse mal eins. Kann nicht so schlimm sein, oder? Nee. Instant. Instant. Ja. War nicht so schlimm, oder? War nicht gut durch. Ich soll das Item jetzt holen. Moment. Du hast ja auch die anderen Sachen. Ja klar. Ja, Artefakt. Ja, klar. Das Wachstums. Ja, okay. Oh, komm, Was siehst du? Machst du einen neuen Mumble-Rap-Hip? Money, 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 money. Digga, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, money, money, rich. Kann ich aber noch ein Beat machen? Danke. Nee, no way, Alter. Was zur Hölle ist hier los? Das Vieh ist explodiert. Und ich bin noch am Leben, setze mein Jetpack ein und falle jetzt in den Tod. Oh, okay, Gott. Okay. Nee, Alter. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert, ne? Kleine Justins überleben das. Hey, Vorsicht, wo du mit deinem blauen Juice hinsprichst. Ich juice auf Justin. Wer nicht? Der ist ja auch ein geiler Typ. Glaubst du, er ist wahnsinnig? Justin Bieber? Denkst du, er ist verrückt? Ein bisschen, ja. Aber, ja. Lieber Herr Quantum, warum ist denn plötzlich Plan Z und Strandnixe wieder am Leben? Wie haben sie das denn geschafft? Ist das es sind Zeitreisen möglich. In Ark sind Zeitreisen möglich? Es ist Zeitreisen. Also ist das eine Wiederholung? Ja, im Prinzip kommt mir das jede Folge so vor, ja. Also, ja. Wäre schon witzig, wenn wir einfach immer wieder dasselbe Gameplay hochladen würden und einfach nur drüber kommentieren. Was auffallen würde? Denkst du, würde keiner merken? Ah ja, hier sind sie wieder gestorben. Ja, aber ich meine, ja, die Höhle kommt mir bekannt vor. Ja, dafür kriegen wir aber auch Millionenbudget. Millionen. Ich habe nichts von den Millionen. Werden verwöhnt mit ich Topmodel. Ich kann mir pro Woche einen Döner leisten. Davon. Döner? Davon kann ich nur träumen. Ja. Das kann ich wieder schmeckt, echtes Fleisch. Mhm. Ich kenne nur zwei Geschmacksrichtungen. Taube und Ratte. Das ist alles, was ich kenne. Mehr ist leider nicht drin. Diese Raketen sind schon geil. Das war wahrscheinlich gerade, wie er sich gebückt hat oder so. Es war klar, dass dir das wieder gefällt. Oh, ich habe ihm eben gerade 3000 gemacht. Du hast gelacht. Ich habe überhaupt nichts jetzt. Was? Irgendeine bestimmte Stelle wirst du getroffen haben, hä? Irgendwie zwischen seinen Beinen habe ich. Wow. Da ist doch nur ein Ast dort. Ja, aber der ist groß. Ein bisschen Moos ist da auch. Direkt am Bobsch. Komm schon. Bin am Kinn getroffen. Stand wow! Er hat mich aufgehoben! Was? Er schmeißt mich am Boden! Er hat mich ausgezogen! Was? Du stirbst doch jedes Mal! Ja, wie er mich gepackt hat und in die Luft gehoben so, ja, und okay. Am Boden geschleudert und... Okay, wenn... Ne? War's extra. Geil? Hallo? War geil? Hat dir gefallen? Nun, ich habe das gemacht für YouTube. Natürlich, klar. Ja. Natürlich. Ja? Alles für YouTube. Ja, ich bezweifle doch auch gar nicht dran. Ist gut gemacht. Genau nach Skript, wie vereinbart. Ja, ich habe gesagt, jetzt muss er dich packen, jetzt lass dich zu Boden schleudern und.
schreie und elend. Dann mach ich den einen Schuss, stehe als Held da. Dann hier steht auch wieder typisch ärgern, so tun als, ne? Ja, ja. Hab ich gemacht. Gut. Moment, was steht bei mir jetzt? Auf Macho und Sexist machen, sagen, dass die Weiber jetzt auf mich stehen. Hahaha, ha, ha. Ich hab den dicksten. Ja, wir hatten den Scheiß denn geschrieben? Also ganz ehrlich. Ja, aber du kriegst ja auch immer diese Skripts hier vorgelegt. Das aber ist ich bin schon, eigentlich die du Leute. Du kannst die Rolle nicht mehr wechseln. Ja, aber die Leute denken schon, ich bin voll der asoziale Typ, Sexist und hab irgendwie Minderwertigkeitskomplexe. Ja, das musst du deiner PR-Agentur sagen. Aber ja, gesagt, so wirst du erfolgreicher. Und du hast gesagt, ja klar, mach ich. Ja, und was bist du? Was? Elend irgendwie. Glaubst du, damit zieht's? Was heißt jetzt Elend? Naja, du hast immer die Rolle des ich sterbe und aha, ich schreie, Elend, Verzweiflung. Während ich immer der Böse bin. Muss einer übernehmen. Ach, einer muss Elend und Verzweiflung darstellen. Ach ne, der hat mich nur angesehen! Ja, der hat 400 Schaden gemacht. So, damit haben wir 21 Minuten erreicht, das war der Cinetalk. Der Cinetalk, danke fürs Einschalten, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Versuch. Und wir flüchten dann wieder in die Arkwelt. Ja, wo ich alles sein kann, was ich will. Danke und tschüss.